Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen mit dem lieben Lars, dem lieben Michi und einem Herrn Doktor. Bei uns ist heute Dr. Matthias Riedel. Matthias, du bist Internist und Ernährungsmediziner und setzt dich seit langem dafür ein, dass sich die Deutschen besser ernähren, dass sie erfolgreicher abnehmen und bedienst dich dabei auch der Medien. Du bist beim NDR, du bist Teil der Ernährungsdocs zusammen mit Anne Fleck und Jörn Klaasen schon seit ganz langer Zeit. Du hast eine Kochsendung mit Tarek Rose beim NDR und ganz wichtig und eigentlich am wichtigsten, du hast mit meiner Kollegin Elisabeth Jessen machst du einen Podcast, Matthias Riedel, so geht gesunde Ernährung, der extrem erfolgreich ist. Ja, und schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Darf man als Ernährungsmediziner eigentlich in einen Weinpodcast gehen? Ja, darüber habe ich lange nachgedacht und mein erster Reflex war, nein, das kannst du nicht machen. Aber natürlich gehört Wein zu unserem gesellschaftlichen Leben. Mhm. Und ich bin gern bereit, auch über Wein zu sprechen und vielleicht auch einen Schluck zu trinken. Das gehört ja zum Leben. Und das ist für mich wirklich Maxime. Als Ernährungsmediziner bin ich immer dann erfolgreich, wenn ich nicht der Böse bin, der alles verbietet, bei dem nichts Spaß macht, sondern die Leute müssen mit dem, was uns angeboten wird, umgehen können und umgehen lernen. Und da müssen wir auch über Wein sprechen. Ja, und Michi, du sagst auch immer, irgendwie, man sollte guten Wein kaufen, denn es ist wichtig, was man sich in seinen Körper reinschüttet. Absolut. Das klingt dann immer so, als ob teurerer Wein gesünder ist als vielleicht weniger teurer Wein. Und das würde ich gerne mal wissen, ist das so? Kann man das so sagen? Ich glaube, ich kann fast antworten auf die Frage selber. Ja, Herr Doktor. Also, ja. Gut, dass wir zwei Ärzte hier haben. Ja. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück. Ja. Also, es ist ja wirklich so, dass ich großen Respekt vor dieser Folge heute habe, wirklich. Und ich auch dachte, ob ich komme übrigens. Ne? Ich habe auch nicht gewusst, ob ich komme zu der Folge, nicht nur, ob Matthias kommt. Hast du dich getraut? Und deswegen habe ich ein Paket gesagt, wo ich gesagt habe, dass es heute nicht bei unserem Partner gibt, weil wenn du jetzt hier alles zerlegst, dann kaufen die und dann kauft das keiner und so weiter. Das heißt, Paket heute gibt es nicht. Nein, das ist nicht zu kaufen. Die Leute sollen es trotzdem anhören. Mir ist wahnsinnig wichtig. Aber es sind ganz viele besondere Sachen heute da, weil ich mir natürlich Gedanken gemacht habe. Einen tollen Gast über die Gesundheit. Auf deine Frage jetzt zu antworten, es ist einfach so, dass du mit Chemie im Weinberg sehr viel Arbeit dir ersparst. Mhm. Weil wenn du das alles niederspritzt, dann kommt kein Schädling, auch nicht mal in die Nähe. Und dann kannst du große Erträge fahren und hast eben keinen Pilzbefall, hast kein Mehltau, keine Botrytis. Wenn man das macht, dann ist es aber leider trotzdem irgendwo auch wieder in der Traube zu finden und dann auch im Wein. Und von daher, wenn du aber das nur mit natürlichen Mitteln bearbeitest, deinen Weinberg, und du gehst durch und sprühst es dann ein mit Kupfer und dann regnet es und dann ist es weg und dann musst du am nächsten Tag gleich wieder gehen. Ja? Mhm. Also das ist wahnsinnig viel Arbeit und das muss ja jemand bezahlen und am Ende zahlt es natürlich der Konsument und dann sind die Weine, die natürlich, und ich habe natürlich auch solche Weine mit, die also biologisch, biodynamisch produziert werden, müssen die auch teurer sein. Die müssen auch zertifiziert sein. Du musst die Zertifizierung bezahlen. Da kommt ständig jemand kontrollieren. Du musst das alles aufzeichnen. Also ist mit einem viel größeren bürokratischen Aufwand. Und daher sind Bioweine in der Regel immer, können gar nicht anders, teurer als konventionell hergestellte Weine. Und da haben wir dann schon mal eine Basis, weil genau das mache ich auch. Ich trinke auch fast nur Bioweine. Okay. Also zumindest mein Vorsatz. Meistens ist es so. Ja. Aber würdest du das unterstützen, das, also, was Michi gerade gesagt hat? Ja, unbedingt. Okay. Also tatsächlich, wir vergiften uns unsere Umwelt und am Ende, wir spritzen es ja da nicht nur, es wandert in den Boden, es ist in der Luft, es wird herumgewirbelt. Es gibt diese Skandale von belasteten Kindern in Frankreich, die wir alle kennen, die in der Nähe von Weinbergen groß geworden sind. Wir können uns das nicht erlauben und dann lieber mal eine Mark mehr ausgeben. Und gerade beim Wein geht es ja nicht um die Masse, sondern es geht um den Genuss. Und tatsächlich ist ja das Problem, das einzige Problem des Weins, ist der Alkohol. So, und deshalb sollten wir damit uns ja sowieso nicht überlasten. Und es geht um den Genuss und das richtig dosiert. Das ist mein Ding. Also das ist ja jetzt das ist ja die entscheidende Frage. Wie viel, also theoretisch ist es ja so, eigentlich ist Alkohol ungesund. Und zwar völlig egal. Alkohol hat keinen Gesundheitseffekt, oder?
Leider ja. Das ist immer, ja. Also Mann, jetzt hättest du richtig punkten können. Bin ich doch so ein bisschen Spielverderber. Ja, ich wusste, wir bleiben trotzdem. Du hättest nicht kommen sollen. Ne? Aber es gibt ja ganz viele Sachen, die ungesund sind. Insofern ist es ja, aber kann man sagen, so bis zu dem Punkt ist es noch okay und ab dem Punkt ist es nicht okay? Die Dosis macht das Gift, das ist ja wie beim Zucker auch. Mhm. Ne? Es ist so, natürlich ist es so, dass der Alkohol das Gewebe ein bisschen auflockert, das ist empfänglicher für Viren, die dann auch Krebs machen können, das ist schon so, aber dafür braucht man schon größere Mengen. Und wenn man viel Alkohol trinkt, hat man ein höheres Risiko für Herzrhythmusstörungen. So, jetzt will ich nicht noch mehr Spielverderber sein, aber das sind natürlich die Fakten. Ja? Was heißt denn viel Alkohol? Ja, also wenn wir jetzt haben wir hier, ich sehe jetzt gerade vor mir ein, ich habe weniger Wein bekommen. Ne? Ja, ich sehe dich. Du kannst dich im Laufe der Sendung qualifizieren, dass du einen größeren Schluck kriegst. Aber ich hab weniger als alle anderen bekommen. Also ist es, wie viel sind das? 0,1. Du hast 0,1. Das ist weniger, deutlich weniger als 0,8. 0,08 ja. habe ich ja. bekommen, ja. Okay. Völlig in Ordnung. Und ich im Restaurant häufig, da bestellen wir ein Glas Wein mit 0,1 oder 0,2. Das teile ich mir mit meiner Frau. Und das ist dann ein Genuss. Oha. Ja, aber das ist dann schon. Ich bin aber ein wenig Alkoholtrinker, das muss man dazu sagen, und bin so ein bisschen Purist, was das angeht. Ja, aber man kann so ein Glas voll trinken, 0,2 als eine Person, das ist okay. Ich würd's jeden Abend? Nein, genau. Ich würde es nicht jeden Tag machen. Aha. Ich würde es nicht jeden Tag machen. Ich persönlich würde es nicht jeden Tag machen, weil ich da sehr gesundheitlich vorsichtig bin. Weil wir da schon in eine Gewöhnung reinkommen und am Wochenende ist es dann vielleicht schon eine halbe Flasche oder eine ganze Flasche. Und wenn wir das über die Jahre machen, kommen wir dann in so einen Effekt rein, dass wir da auch theoretisch abhängig von werden können. Und ich kenne so manchen älteren Mann, manche ältere Frau, ich kenne auch ein älteres Ehepaar, das in Hamburg sehr beruflich, sehr erfolgreich ist. Und die können dann schon nicht mehr ohne. Aber die sind bald 90, ja, und leben damit gut. Ja? Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, du musst jetzt den Wein reduzieren. Nein, ist alles in Ordnung. Damit du 6 Monate länger noch auf der Welt bist. Ja, das ist die Frage. Ja, ja. Also die Frage. Die sind mega fit. Aber jeden Abend ein Glas Wein ist schon bedenklich. Ich glaube, es ist offiziell, da bist du schon Alkoholiker. Ja. Also vor allem von mir war beim Arzt, da sage ich, wir haben ein Glas Wein, hat er gesagt, sie sind Alkoholiker. Ja, aber okay, ich meine, aber also so die ganzen Leute, ich meine, also unsere Hörer, würde ich jetzt denken, die sind manchmal so irgendwie weinbegeistert, dass ich mir eigentlich vorstellen kann, dass die abends ein Glas Wein trinken. Ja. Oder ist das? Denk mal an Ulrich Wickert. Ich meine, der hat doch gesagt, ein Essen ohne Wein ist für den gar nichts. Das ist so eine französische Attitude. Ja, der ist ja auch jetzt deutlich über 80 und noch topfit. Ja. Also deutlich über 80 ist er, glaube ich, gar nicht, aber über 80. Also, aber, ja, also lieber Herr Wickert, Verzeihung. Wenn du in Frankreich im Restaurant sitzt, mittags, und die Bauarbeiter da alle wirklich ein 3-Gänge-Menü essen, weil sie es einfach gut essen wollen, dann steht da immer so eine 0,3, 0,5 Flasche auf dem Tisch. Ja. Die wird auch getrunken. Es kommt ein bisschen auf den Gesamtzusammenhang an, wie das gesellschaftlich eingebunden ist, ob man auch ohne kann. Und ich finde immer, Leute, versucht doch einfach mal 4 Wochen ohne, dann merkt ihr das. Ja. Und dann bist du ein Verfechter des Dry January. So ein bisschen, ja. Aber was merkt man denn nach 4 Wochen? Also das ist ja so lustig, dass dann viele Leute das im Januar machen oder auch in anderen Monaten. Was merkt man nach 4 Wochen, wenn man 4 Wochen, oder andersrum, wenn man dann was merkt, dann weiß man, dass man zu viel Alkohol getrunken hat? Ja, genau. Wenn du dann merkst, oh, jetzt irgendwie werde ich unruhig und ich muss das, und dann geht es mir erst wieder besser. Ich kenne viele, gerade Unternehmer, Selbstständige, die setzen sich abends hin, der Tag war 16 Stunden voller Ärger, voller Probleme, und dann ist das Gläschen Wein tatsächlich, es wirkt ja angstlösend, anxiolytisch, wie wir Ärzte sagen. Es wirkt ist das angstlösend. So echt? Ja, das ist der Positive, was du sagst. Ja, Wein wirkt angstlösend. Ja, es wirkt angstlösend. No German Angst. Ja. Du, deine Laune wird ein bisschen gehoben und der Tag entschwindet deinem, ne, so. Mhm. Das ist ja dieser Effekt und das ist natürlich das, was uns auch einen Vorteil bringt. Und da kommen wir schon ins regelmäßige Trinken. Wenn man dann sagt, also ich komme abends nicht runter ohne meinen Cognac, ohne mein Weinchen. Ja, aber das ist ja noch ein Unterschied zwischen Wein und Cognac. Ja, das stimmt. Also wenn man sagen würde, in der Reihenfolge, am einfachsten ist das Bier, also einfach mit dem steigenden Alkoholgehalt. Ne? Wenn du jeden Abend 3-4 Gläser Sambuca hast, ist... Ja. Das schon viel schneller Ende im Gelände. Das ist ja auch schon eine richtige Masse. Wobei natürlich Wein ja mehr Alkohol hat, aber ja du weniger trinkst. Also wenn du 0,1 Wein trinkst, Bier ist ja immer 0,33 in der Regel oder so. Ne? Also das ist natürlich mehr Flüssigkeit und dadurch trinkt man ja auch mehr. Ja. Ich würde gerne mit euch den ersten Wein probieren. Ich hätte noch eine Frage. Wie ist das mit Rotwein? Da höre ich, hat man ja manchmal, ne, wenn du jeden Abend ein Glas Rotwein trinkst oder ich weiß nicht wie oft, aber dass Rotwein insgesamt gesünder ist als Weißwein, oder ist das auch Quatsch? Also jetzt habe ich was Gutes. Also tatsächlich ist der Rotwein tatsächlich gut für unsere Darmflora. Aha. Aber, ja,
Es ist eigentlich nur der Alkohol das Problem. Zu viel Alkohol wiederum schädigt die Darmflora, aber Rotwein mag die Darmflora. Das heißt, wenn wir da in so einem mittleren und dann zum Essen zusammen genossen, ja, dann ist das auch verdünnt, dann hat das auch eher einen positiven Effekt. Man muss auch nochmal für alle die erklären, was ist an der, was hat er denn mit der Darmflora? Ja. Was ist an der Darmflora so wichtig, dass es der gut geht? Genau, wir wissen seit ein paar Jahren, dass wir ein Ökosystem in uns haben. Und dieses Ökosystem, das sitzt an der Schnittstelle zu diversen Funktionen. Das beeinflusst nahezu alle Zivilisationskrankheiten. Mhm. Und wenn wir mit der Darmflora schlecht umgehen, mit diesem Ökosystem, ja, dann erhöhen wir unsere Neigung zu Zivilisationskrankheiten. Und egal, welche Krankheit euch jetzt einfällt, schmeißt ihr auf den Tisch und dann sage ich, ja, auch die hängt damit zusammen. Das sind psychische Erkrankungen, Depressionen, das ist Krebs, das ist Diabetes, das ist alles. Ja? Mhm. Eigentlich alles, was wir an Zivilisationskrankheiten haben, hängt irgendwo auch mit der Darmflora zusammen, weil da 80% eben des Immunsystems sitzt. So, und das ist Schaltstelle. Mhm. Und wenn wir das ruinieren, das können wir, das ist relativ gutartig, das reguliert sich wieder ins Gute rein, aber dann kommt da hier ein Antibiotikum drauf, dann wird da Fastfood gegessen, dann werden die ausgehungert mit wenig Ballaststoffen, dann kommt da noch viel Chemie. Also wenn wir jetzt mal über Schädliches reden, dann haben wir 3000 Zusatzstoffe in den Fertiglebensmitteln und bitte, dann können wir dieses Glas Wein nicht blamen, ja, wenn wir uns gleichzeitig 3000 relativ unerforschte Substanzen auf die Darmflora schütten. Sehr gut. Ja? Ja, und dann Alkohol, da wissen wir die Wirkung. Und kann man dann sagen, wie viel Rotwein dann okay ist? Also ich glaube, mich würde das interessieren, wenn ich sage, okay, irgendwie, was ist gesunder Weingenuss? Oder Weingenuss? Ich sage immer, handelsübliches Glas kannst du trinken, das ist dann 0,2, ja. Wird aber auch, wie du schon sagtest, wie dein Freund auch von seinem Arzt gehört hat, nicht jeden Tag. Ja. Also es muss schon was Besonderes sein. Aber das nicht jeden Tag, das nicht jeden Tag liegt wegen der Gewöhnung, weil man sich gewöhnt und dann erhöht man es automatisch. Ja, und dann wäre es nicht so sehr, weil es jeden Tag, also wenn man wirklich konsequent jeden Tag nur ein Glas Wein tränke, wäre das auch schlimm? Ja, besonders wenn du damit deine Psyche manipulierst. Wann immer wir sozusagen positive Effekte haben, dann sind wir natürlich suchtanfälliger. Weil deine Psyche, also wir manipulieren uns ja mit dem, was wir tun, Essen, Verhalten. Und wenn wir den Wein nutzen, um unsere Psyche aufzupeppen, dann kommen wir leichter in so eine Sucht rein. Weil letztlich sollte der Wein nicht das sein, womit wir unsere Psyche aufmöbeln, sondern bitte dann auch mal Entspannungstechniken machen, nochmal sich über Work-Life-Balance Gedanken machen, dass der Wein nicht diese Funktion hat, dass wir uns damit manipulieren. Also es darf nur Genuss sein. Man darf eigentlich, wenn man sagt, ich trinke jetzt gern Wein, weil ich so Freude an dem Geschmack habe, dann ganz ist alles gut. Aber wenn ich sage, ist mir jetzt eigentlich egal, was für ein Wein, Hauptsache er bringt mich runter, gelernt. Richtig. Das ist ja das Motto, das ist ja das Ziel unseres Podcasts. Das ist ja nicht das Ziel, dass die Leute sich hier irgendwie... Das ist ein angenehmer Nebeneffekt. Das kann es ja auch manchmal sein. Ja, also natürlich, wenn du unter Freunden bist oder wenn du einen stressigen... Ich merke das natürlich manchmal auch. Manchmal kommen wir nach Hause und dann sagen so, ich muss jetzt ein Glas Wein trinken. Ich weiß aber auch... Der Satz fällt oft, ne? Ich brauche jetzt ein Glas Wein. Ja, genau. Ja, aber dann weiß ich auch ganz genau, wir wissen das auch. Also warum? Heute war wirklich ein blöder Tag, ja? Und dann hilft uns das tatsächlich auch ein bisschen runterzukommen und wir sind dann tatsächlich besser gelaunt. Obwohl, ich hatte mal eine Freundin, die tatsächlich unter Angststörungen litt. Und dann hat sie mit ganz vielen Psychologen und Ärzten und dann ging es um die Frage Antidepressiva. Und dann hat der Arzt gesagt, wissen Sie was, wir probieren es erstmal jetzt jeden Abend mit einem Glas Wein. Und das hat ihr geholfen. Und irgendwann ist sie davon weg und jetzt ist sie aber auch von diesen Angstdingern weg. Ich meine, und dann war die andere Wahl war, nehmen wir ein Antidepressivum, was wahrscheinlich auch nicht besonders gesund ist für die Darmflora. Ich weiß nicht. Am Ende nicht, ne? Von Antidepressivum nimmst du eher leicht ein bisschen zu, das Gewicht legt zu, das ist auch nicht gut. Und es ist und bleibt ein Medikament. Naja, Alkohol hat man früher ja auch als Medikament verwendet. Ne? Also insofern, wenn man weiß, was man tut. Und ich finde es immer wichtig, dass man weiß, was man tut. Michael, was hast du? Jetzt bin ich dich jetzt frustriert? Nein, wir sind jetzt gar nicht frustriert. Gar nicht. Wir hängen an deinen Lippen. Also wenn meine Frau zum Beispiel sagt, Schatz, wir müssen reden, sagt sie eben nicht, schenkst du uns 2 Cola Light ein, sondern dann... Weißt du, was heißt Schatz, wir müssen... Michael, sind da Sachen, die wir... Es ist ja auch eine Männergruppe hier. Ja. Also, das kann ja, wir haben doch immer wieder zum Glück auch Damen dabei, von daher... Aber ist das... Schatz, wir müssen... Naja, weil ich bin abends auch auf der Arbeit und dann sind irgendwann die limitiert die Möglichkeiten zu sprechen und dann fallen lang, die Tochter hat Geburtstag, das brauchen wir, was ist mit dem Sommerurlaub, kostet alles so viel, wo wollen wir hin? Wir starten mit einem 2018er
Riesling-Sekt von der Nahe vom Weingut Krüger Rumpf. Ja, Krüger Rumpf, sagt mir jetzt irgendwie auf einmal gerade. Ja, was, glaube ich noch nicht, aber ist von der Nahe. Aber, wir haben neulich mal über Krüger Rumpf gesprochen. Kann in einem sein, Podcast. Ja. Okay. Ja. Mhm. Krüger Rumpf. Und jetzt ausgesucht, warum? Ja, Matthias, wir probieren erstmal, weil alles, was ich sage, ist, glaube ich, voreingenommen. Genau. Okay. Also, ja. Mhm. Riecht fruchtig. Mhm. Oh, das riecht aber sehr fruchtig, ne? Riecht ja fast schon so ein bisschen. Der mussiert ja auch. Ja, das ist ein Sekt. Das ist also versektet. Fast schon ein bisschen Marmelade. Was ist das? Ist es ein Riesling oder ein Sekt? Ein Riesling-Sekt. Also ein Riesling, der das ist ein Riesling-Sekt? Ein Sekt nur aus Riesling-Trauben. Okay. Mega, aber ich finde gar nicht, dass er so fruchtig riecht, aber total fruchtig schmeckt. Ihr findet das fruchtig in der Nase? Ja, in der Nase finde ich ihn fruchtig. Er total. Schmeckt nicht so fruchtig, finde ich. Ist total lecker. Hat noch eine präsente Säure, also ja. Ne, das merkst du auch. Mhm. Den Zucker spürst du auch. Mhm. Das sind 3,1 Gramm Restzucker. Das ist, also finde ich jetzt gar nicht so viel. Mhm. Mit der Säure ist es was Erfrischendes. Und er hat keinen Alkohol. Leute, stopp. Das schmeckt. Aber gut, er ist süß. Aber das ist dann schon richtig gut. Weil, wärst du darauf gekommen, ist da kein Alkohol? Nein, genau. Weil Sekt ohne Alkohol schmeckt gar nicht. Ja? Und Wein ohne Alkohol habe ich noch nie probiert. Und kann ich mir auch gar nicht. Aber das ist ja eine totale Entdeckung. Mega. Ja. Wo kommt der her? Also, die Firma ist Kolonne Null. Ja? Und es ist in Berlin. Und die sucht sich unterschiedliche Winzer, mit denen sie quasi in einem Vakuumdestillationsverfahren, das heißt bei 30 Grad, ganz langsam verdampft der Alkohol über Zentrifugen, dass das wirklich 0,01 Alkohol hat. Ja, Wahnsinn. Mit diesem wahnsinnigen Charme. Berliner Firma ist das auch so. Ja, genau, ja. Kolonne 0 heißt die, steht auch hinten drauf hier. Ist ein Jahrgang, also Jahrgang 2018, aus einem Jahrgangswein. Das heißt, die kaufen einen fertigen Wein vom Winzer, wo der Winzer auch Bock hat und sagt, finde ich interessant und so weiter. Und dann entalkoholisieren sie und in ihrer eigenen Marke Kolonne 0 füllen sie das ab. Gibt auch einen Weißwein, gibt einen Rosé, gibt unterschiedliche Sekte, gibt auch einen Rosé-Sekt. Das heißt, das mit Kumpf, wie heißt das irgendwie, was war gelogen, was du am Anfang gesagt hast? Nein, war alles richtig. Aber es steht nicht drauf, er heißt Kolonne 0. Ja, er heißt Kolonne 0, aber es steht drauf, Riesling 2018 steht auch drauf und es steht auch das Weingut drauf. Und das könnte man jetzt mit jedem Wein der Welt machen. Ja. Schenk mir noch mal nach. Ich finde den sensationell. Und jetzt ist es ja auch egal. Den dürfen wir runterschlucken. Ne? Aber es ist natürlich viel Zucker, genau. Ne? Bitte? Viel Zucker? Es ist nicht viel Zucker. Es ist weniger Zucker als die meisten. Aber das ist ja. Aber noch mal ganz ehrlich, das muss man doch jetzt wirklich mal abfeiern. Das Ding ist doch eine voll. Und ich wette, hättest du es uns nicht gesagt. Ich hätte es gesagt. Ich hätte es auch nicht gemerkt. Wenn du es jetzt sagst, würde ich sagen, ja, es fehlt ein bisschen der Alkohol. Aber ich weiß es jetzt. Naja. Es ist halt ein bisschen kurz am Ende. Und ich probiere sehr viel, Matthias, auch alkoholfreie Weine. Ja. Aber natürlich, die Leute, es gibt eine Nachfrage. Ja. Und ich sage immer, also bis dato habe ich immer gesagt, alkoholfreien Wein kannst du trinken, wenn du noch nie alkoholischen Wein getrunken hast. Weil du keine Referenz hast. Wenn dein Kopf komplett frei ist, was Wein betrifft, dann kannst du alkoholfrei. Sobald du einmal weißt, wie Wein schmeckt, ist es wahnsinnig schwer. Also ich habe jetzt vor kurzem, den gibt es tatsächlich nur, glaube ich, bei Jacques Weindepot, Weißburgunder alkoholfrei von St. Anthony. Das Weingut hatten wir auch schon mal da mit dem Banksy-Etikett. Und das ist halt vor allem, er hat noch relativ wenig Zucker, aber es fehlt vorn und hinten. Und das ist mal ein Produkt, wo ich sage, okay, will ich auch echt mittrinken. Aber es ist natürlich ein bisschen kurz. Mhm. Aber es passiert nicht das, was man vielleicht auch machen möchte, dass man irgendwie nach einer Flasche sagt, oh, jetzt bin ich beschwingt. Sondern man ist eben, Aber es hat dadurch, dass es halt ein Schaumwein ist, verdeckt es vielleicht auch ein bisschen, dass es der Alkohol fehlt. Ne? Glaube ich auch. Ja. Aber weißt du was, das ist für mich. Diese Kolonne Null ist für mich jetzt schon das, was Rügenwalder bei den Fleischersatzprodukten war. Wisst ihr? Solange ich bin ja seit über 30 Jahren Vegetarier, wurde hier schon mal erwähnt, und habe immer versucht, wann kommt mal einer und hat mal etwas vegetarisches Produkt, das so schmeckt wie eine Wurst, das so schmeckt wie Fleischersatz und so weiter. Und das gab es nicht und dann kam Rügenwalder und hat das. Und das ist bei den Weinen, das kannst du wunderbar ausschenken und kein Mensch, wenn du es nicht erwähnst, die Leute kommen nicht drauf und werden sich wundern,
nach der, man müsste es echt mal machen so. Und am nächsten Morgen so, hast du auch so einen Schädel? Nee, bei mir geht's. Ja. Aber, übrigens, aber schmeckt auch gut. Ne? Also es schmeckt diese, richtig gut. Dieses Mussierende. Ist das der Grund, weshalb wir das nicht, uns dieser Alkohol nicht fehlt? Oder dass das überdeckt? Ist das relevant dabei? Ich tendiere dazu, ja zu sagen, ja. Weil ich auch noch keinen alkoholfreien Wein, Stillwein ja. getrunken habe, der mir auch nur im Ansatz genau. schmeckt. Und ja. das, ich mag das auch. Ja. Ja? Also ich finde, ja. Es ist nicht zweite Klasse, wenn ja. du jetzt keinen Alkohol trinkst. Und ja. darum geht es auch immer. Ne? Das ist, man muss ja auch immer dran denken, es gibt Leute, die Auto fahren. Es gibt Leute, die Alkoholiker sind, die keinen Alkohol mehr trinken wollen. Und wenn ich im Restaurant sitze, ja, dann denke ich, ja, was trinkst du jetzt? Trinkst du jetzt ein alkoholfreies Bier? Weil ich versuche, Alkohol zu meiden, wo es nicht nötig ist. So. Ja. Und ja. trinke Alkohol dann, wenn ich möchte, wenn ich Alkohol trinken möchte. So. Mhm. Und aber dann, wer fahren muss, wer Alkoholiker ist oder wer einfach sagt, darf man nicht vergessen, Sodbrennen. Wenn du zu viel Alkohol trinkst, kriegst du Sodbrennen. Und das ist, dann reagiert die Speiseröhre, dann musst du auf sie hören. Ich neige dazu. Und dann weiß ich, okay. Aber dazu muss man neigen, ne? Weil, oder ja, genau. Ich hatte das noch nie, Sodbrennen nach Alkohol. Tückisch ist es tatsächlich, kannst du auch eine Speiseröhrenentzündung haben, ohne es zu merken. Okay. Das gibt es auch, ja. Aber, deshalb, irgendwann ist die Vorsorge ja auch wichtig, ja. mal reingucken, ne? Aber. Speiseröhre-Vorsorge gibt es auch? Ja. Ab wann ist das? Also wenn du eine Magen-Darm-Spiegelung machst, das sollte ein Mann gemacht haben ab 50. Ich bei Familien, die belastet sind, schon vorher. Hast du das schon gemacht, Lars? Ja, ja weil mein Gastroenterologe... Er ist ja noch nicht 50. Nee, ich bin weit über 50. Mein Gastroenterologe hat nämlich gesagt, lass das nach. Es bringt dir gar nichts. Ich mache dir jetzt eine Magenspiegelung und das ist dann der Moment jetzt und morgen kann es schon wieder ganz anders sein. Das stimmt, aber wenn du eine Speiseröhrenentzündung hast, eine chronische... Gut, das ist was anderes. Da musst du gucken. Und dann kannst du was tun und dann kannst du deinen Fahrrad nennen. Ich reagiere, wenn ich... Also ich habe auch mal so Phasen, wenn man mal so irgendwie, ne, und dann mit in Gesellschaft, dann trinke ich jeden Tag ein Glas Wein oder so. Nach ein paar Tagen merke ich, ich muss Stopp machen, weil meine Speiseröhre mag das nicht. Okay. Die sagt mir Bescheid so, und dann ist sowas natürlich super. Was mir ich muss es nochmal echt abfeiern. Und was gibt es davon noch von dem? Es gibt einen Rosé-Sekt, es gibt unterschiedliche Weiß. Aber Sekt, Sekt ist ja auch, ja. Also das ist ja ein weißer Sekt. Und das gibt es ja jetzt auch nie mehr. Es sind immer unterschiedliche Jahrgänge, begrenzte, also den gleichen wird man jetzt nicht mehr finden. Das ist ein 2018er Riesling von Krüger Rumpf. Den als Kolonne Null wirst du wahrscheinlich nicht oder im Netz musst du noch irgendwo... Was kostet der? Das ist jetzt eine kritische Frage. Ja, aber das ist natürlich jetzt... Was würdet ihr dafür bezahlen, besser gefragt? Ich würde dafür... Weil es ja ein Sekt ist. Ist da auf Sekt... Nee, Sektsteuer... Doch, ist der Sektsteuer drauf? Nein, auf keinen Fall, glaube ich. Obwohl das die Nupsi hat. Aber ist ja Sektsteuer ist ja nur auf alkoholische. Ist keine Sektsteuer. Also ich würde sagen, 15 Euro würde ich locker dafür bezahlen. Aber das ist wahrscheinlich zu wenig. Axel? Ja, ist ja aufwendig in der Produktion, ne, oder? Wird ja da wahrscheinlich, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt die Situation hätte, dass ich jemanden habe, dem ich das anbieten möchte und sagen möchte, ey, ne, du kannst bei mir auch was zu trinken bekommen, was nach Alkohol schmeckt, aber keiner ist, dann würde ich dafür wahrscheinlich auch 20 Euro bezahlen. Aber jetzt für mich, wenn ich den für zu Hause kaufe, würde ich da nicht mehr als 10 Euro für zahlen. 12,90 Euro. Also die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Oh, cool, aber, nicht, gut. Aber nicht erschütternd. Nee, hoch, genau. Ne? Genau. Also, nein, vor allem, weil man ja wissen muss, ich meine, genau wie du sagst, du hast den ja zum Beispiel oft mit Schwangeren, die sagen, ach, es ist jetzt total... Ja. Und dann, wie viele Männer kenne ich, die sagen, ich habe jetzt 10 Monate keinen Alkohol getrunken. Aber das kannst du wirklich zum Ersten, das ist das Erste, muss man wirklich sagen, das ist so schade, dass es kein Paket gibt dazu. Das kann man ja nur abfeiern. Das ist die Alternative. Ja. Und das Interessante ist ja jetzt, was ist, wenn das gelänge, den Geschmack des Weines zu transportieren, ohne den Alkohol, dann gäbe es manchmal Situationen, wo ich sagen würde, ich möchte trotzdem Alkohol haben. Ja. Die hast du genannt. Genau. Aber in der Regel, mir geht es hier nur um den Wein. Ich bräuchte den Alkohol nicht, aber der Alkohol ist halt leider auch Geschmacksträger. Das ist so. Ja. Das ist so. Also aber wir müssen jetzt nicht so, ich spreche mal nur für mich, ich muss jetzt nicht so tun, als ob Wein trinken jetzt, dass mich der Alkohol nervt. Also wenn ich Wein trinke, dann will ich auch will ich auch benebelt werden. Weil sonst am Anfang hast du immer die Frage gestellt. Ja, genau. Die finde ich ja interessant. Genau. Ob wir Matthias das machen will. Aber es geht ja darum, und das find ich auch, Lars sprach gerade hier Wurstprodukte an, vegane. Ne? Ja. Das tatsächlich sollte die Nahrungsmittelindustrie mehr machen, dass sie Produkte entwickelt, die gesünder sind. Und dass wir gezielter genießen können und sagen, wie du sagst, wenn ich Alkohol trinken will, dann will ich auch diesen abends zu sitzen am Kamin, also ganz ehrlich, ja, das ist natürlich, das sind so schöne Gewohnheiten auch, ne? Und dann ganz langsam runterzukommen, das ist doch toll. Aber es muss nicht immer sein, beim Geschäftsessen, wenn du irgendwie verhandelst und dann hast du ein Glas Wein zum Mittagessen. Es ist nicht gut, wenn du da 0,3 Wein intus hast.
Dann wirst aber du dein Geschäftspartner, das ist für den gut. Ist das gut. Wenn der das interessant ist, genau. Für dich gut. Sozusagen. Genau, wenn dich ein bisschen abfüllt und so. Ne? Ja. Und da gibt es so ein paar Tricks. Du kannst ja mit Essen und mit Getränken, kannst du die Stimmung so manipulieren. Mhm. Das kennen wir auch von Eiweiß übrigens, auch nochmal ein Tipp für alle harten Verhandler. Wenn man mit jemandem hart verhandeln will und den über den Tisch ziehen möchte, dann gibt man ihm am besten viel Eiweiß, ja? Weil das Eiweiß macht gelassener und gelöster und dazu dann noch 2 Gläser Wein. Dann ist der zu Zugeständnissen bereit. Also Whisky Sour oder so. Genau, ja. Sehr gut. Ja. Eiweiß macht gelöst. Ja. Aber sag mal, diese Methode der alkoholfreien Weinproduktion, ist die neu? Nein, oder? Die ist nicht neu. Okay. Die gibt es ja schon. Die meisten bedienen sich auch davon. Weil sonst ist es irgendwo nur Traubensaft, ja, und dann ist es kein alkoholfreier Wein. Die Frage ist ja sowieso, ob es alkoholfreier Wein heißen darf, weil Wein ist per se alkoholisch. Mhm. Ja. Und deswegen haben die zum Beispiel diese Marke Kolonne Null. Ja, da aber ist das nicht wieder so, das ist so wie die Diskussion mit dem Fleischsalat. Wenn du sagst, es ist vegetarischer Fleischsalat, dann weißt du ja, es schmeckt wie Fleischsalat. Das ist so eine deutsche, die dürfen dann ja zum Teil gar nicht mehr so heißen. Ne? Ja. Vegane aber in dem Schnitzel, Fall steht eben schäumendes Getränk aus alkoholfreiem Wein. Mhm. Also das ist wichtig, dass die Basis... Sensationell, schön. Nee, aber wirklich sensationell. Und jetzt sind wir natürlich alle total angefixt. Was jetzt noch kommt? Nein, weil du jetzt, bei jedem dieser Dinge hast du jetzt was überlegt. Nein, zum ersten Mal. Er hat in die Trickkiste gegriffen. Ja, schade. Du musst es nicht aussehen. Du kannst es auch wegschütten. Aber dieser vegane Fleischsalat und solche Sachen, ne? oder Sojahack und so, ist das eigentlich gesund? Kann man das sagen? Pauschal kann man das, glaube ich, wahrscheinlich nicht sagen, Matthias. Aber sag bitte jetzt nichts. Ich habe so viel davon gegessen. Jetzt muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Aber oder ist das gesünder? Ja, nee. Es kommt darauf an, wie hoch verarbeitet die sind. Und es gibt halt so Verarbeitungsklassen. Und wenn du mit einem Lebensmittel in die höchste Verarbeitungsklasse kommst, das ist Nova Klasse 4, dann gehören die sozusagen zu etwas, was dir statistisch das Leben verkürzen kann. Also viele kennen das so, es gibt so Fleischburger, die nur aus Erbsenprotein bestehen, aus Geschmacksstoff, Salz, Kleister, der das zusammenfasst. Widerlich, aber so schmecken die dann auch. So schmecken die auch und die sind tatsächlich nicht gesund, das ist so. Die sind zwar vegan, aber nicht gesund. Das ist das, wo man genau hingucken muss. Ne? Wenn ein Burger, wie der gemacht ist, wenn der aus Gemüse gemacht ist, alles gut, gesund. Mhm. Aber wenn der aus, sag ich mal, Astronautenkost hergestellt wurde, dann ist es nicht mehr gesund. Übrigens Astronautenkost, ne? Habe ich jetzt mal gelernt, den müssen wir auch unbedingt mal einladen, ist ja nie da. Boris Herrmann. Mhm. Der ernährt sich ja, wenn auf seinen Segeltouren, der Segler, der ernährt sich ja nur von dem Kram. Hat sich jetzt neulich gerade verbrüht. Und mir hat ein Freund euch erzählt, der hat sich einen Vorrat für den Fall eines, Gott, also wenn es mal irgendwie hier ganz dunkel wird in Deutschland, hat er sich einen Vorrat nur mit dieser Astronautenkost angelegt. Das ist ja widerlich. Da machst du so eine Tüte auf und schützt da warmes Wasser drauf und dann ist das irgendwie... Fällt mir nur gerade ein. Aber egal. Ja, genau. Also wie kam ich jetzt da drauf? Man sieht deinem Gesicht an, dass du das fürchterlich eklig findest. Das ist es auch. Aber es geht für ihn ja zum Überleben. Ne? Also Wir reden schon ganz schön lange. Also Sag nicht, was es ist. Aber darf man denn eigentlich diesen alkoholfreien Wein, hat der wirklich gar keinen Alkohol? Genau, oder? Hat 0,0 Alkohol. Also gar nichts. Gar nicht. Also hier lässt du schon die Katze aus dem Sack, der ist auch ohne Alkohol? Nein. Er hat noch nichts gesagt. Guck dir das Pokerface an. Ja. Ich glaube, es ist alles alkoholfrei. Ernsthaft. Und das ist nicht immer so leicht zu durchschauen, weil wir es langweilig mit dem hier noch eingeladen. Und der letzte, Axel, der Preis, 7.000 Euro. Pass auf. Ja, irgendeinen Grund muss es ja geben, warum es das Paket nicht gibt. Immer einen Grund. Es muss ja einen... Wir müssen nicht alles kommerzialisieren, erstens. Und zweitens hab ich einfach Lust gehabt auf Dinge, die... ich erzähle euch jetzt schon was. Aber der enthält wahrscheinlich weniger Alkohol, stimmt's? Aber es ist erstmal... Ist es? Nee, warte. Nee, erstmal... Zitrone rieche ich und ein bisschen was Kräutriges rieche ich auch. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Sauvignon Blanc. Aber ein dezenter Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Richtig. Und dieses Dezente würde vielleicht auch tatsächlich... Guck mal, er grinst so. Es ist so niedlich. Das würde tatsächlich... Weil natürlich Geschmack... Ist es so, je mehr Alkohol, desto intensiver kommt es auch in der Nase an? Weil der oder ist der Alkohol nur Geschmacksträger oder auch Geruchsträger? Nee, der Zucker ist eher das, was die Nase forciert. Aber... Also es ist ein Wein mit Alkohol. Ja. Okay, Axel, was hast du gesagt? Was hast du geschmeckt? Zitrone und Kräutern, hat Axel gesagt, finde ich auch beides. Eher so, ich würde sagen, Zitronenmelisse, also eher vorsichtige Zitrone, nicht so ganz laute Salzzitrone. Bisschen Holunder habe ich.
Das Lustige ist ja, dass das, man klingt, denkt man, Zitronenmelisse, Kräuter, Holunder, klingt ja alles ganz gesunde Zutaten. Die, de facto ist es aber ja gar nicht da drin. Mhm. De facto sind da Weintrauben drin und Hefe. Mhm. Ja. Und Weintrauben an sich, würde man sagen, ist es eigentlich ein gutes Lebensmittel, Weintrauben? Wenn wir sie so essen, sind sie sehr zuckerreich. Ja. Genau. Haben viel Zucker, ne? Ja. Haben viel Zucker, ja. Aber sobald wir die in die Farbstoffe kommen, und da sind wir ja beim Rotwein wieder, ist es halt gesund. Ne? Also in Maßen, jetzt Weintrauben zu essen, ist alles gut. Und hat das auch sind ja Tafeltrauben, ne, die es halt so im Markt gibt. Aber ich habe irgendwo auch mal einen Bericht gesehen, dass es so viel gespritzt ist. Also dass auf diesen Trauben so viele Dinge drauf sind. Ja, man muss die ganz intensiv waschen. Und, Und wenn das dann aus dem Ausland kommt, nochmal umso mehr. Deshalb... Also wenn man Bio-Ware bekommen kann, dann würde ich das immer, gerade bei Wein, bevorzugen Wein und Paprika, das sind mit die belastetsten überhaupt. Paprika auch? Ja, Paprika. Wie Weintrauben und Paprika? Ja, genau. Deshalb, da versuche ich immer Bio-Paprika zu bekommen. Und wo ist welche Farbe? Okay. Also grüne, gelbe, rote, alles gleich? Oder? Also nach Geschmack, wie du das möchtest, ja. Nee, aber die sind jetzt nicht, die roten sind gefährdet oder also bisschen, schädlicher. Also ein bisschen bunt, weil Farbe ist auch immer Wirkung, weil diese Farbe hat bei uns eine biologische Wirkung, das sind diese Pflanzenstoffe. Mhm. Und deshalb, je bunter, desto besser. Nicht immer nur alles rot oder alles, ne? Okay. Ja, also jetzt hier, also ein, und jetzt vom Geschmack her finde ich, wahrscheinlich ist das der Trick, aber ich finde ihn mega trocken. Mhm. Mega trocken, fast schon bitter. Mhm. Also er ist trocken, hat wenig Zucker, wie alle Weine, die wir heute haben, weil es mir auch wichtig ist, weil ich per se eigentlich das selber auch forciere und finde, dass Zucker beim Wein auch, also dass man da schon aufpassen kann, das zu verbessern. Es ist schon ein Wein aus 2022, also ein sehr, sehr frischer Wein, der erst vor kurzem abgefüllt worden ist, aus der Südsteiermark, vom Weingut Stefan Potzinger aus Gabersdorf. Das ist ja die Heimat auch meiner Mutter, oder ich bin damit aufgewachsen. Und das ist der erste Jahrgang, wo mein Cousin so ein bisschen mitgearbeitet hat. Und deswegen habe ich den Wein... Der Cousin? Wein genau, mein Cousin, ja, Philipp, genau. Du musst der arbeitet auf dem Weingut. Ja, genau. Der arbeitet auf dem Weingut und... ja, und dann hat er mir das geschickt und ich fand es eigentlich echt spannend und wollte es mit euch teilen. Also das gibt's auch gar nicht jetzt so. Hat gar nichts mit Matthias zu tun. Hat nichts damit zu tun, ist nur gerade reingekommen. Ist der ganze, ich mochte es, weil es ist mir für Sauvignon Blanc eben nicht so aufdringlich. Es ist ja oft so sehr, sehr, sehr pushy. Ich mag, es hat eine gewisse Eleganz, es hat eine Feinheit, es hat eine gute Länge. Dieses Bittere, was du beschreibst, was wir ja oft haben bei Weinen, es ist... gibt auch nochmal Spannung, wenn das nicht ist, dann müsste er mehr Alkohol haben, hat er jetzt irgendwie 12,3 Alkohol, also ist wirklich relativ leicht. Und ich finde es, kostet um die 14 Euro. Mhm. Ja, was würdest du dazu essen, Michael? Sieh aber jetzt immer das auf, was er immer sagt. Ja. Passt Austern nicht gut dazu eigentlich? Na, das sage ich ja immer. ist Austern, Michael isst sehr viel Austern. Das kann man, glaube ich, sagen, ne? Oder Hummer, ne? Ja. Ist das gesund? Ja, also... Eiweiß, mein Geschäftspartner esse ich immer aus. Macht ihn gelassen, ne? Ja. Aber ja, klar, ist halt immer auch so die Frage, wie filtern ja das Meer, ne? Und, aber klar, heutzutage ist ja alles irgendwo von Mikroplastik belastet und so. Aber ja, nein, natürlich, Meeresfrüchte sind gesund, ja. Mhm. Ja. Gehören mit dazu, richtig. Tatsächlich? Ob jetzt der Hummer unbedingt... Da gibt es ja auch noch die Hummer-Ananas-Diät aus der Hollywood-Zeit damals, aus den 30ern. Da war es en vogue, Hummer zu essen und wo du das jetzt gerade sagtest hier. Und Ananas, das wirkt einfach über das Eiweiß. Okay. Ja. Hummer-Ananas-Diät. Ja, so sehr einseitig, so eine Filmstar-Diät gewesen. Okay, ist wahrscheinlich bei Babylon, da gibt es auch... Sowas, in die Zeit passt das, genau. Als ich hier in 99 und 2000 in Berlin für Four Seasons, haben wir viele amerikanische Schauspieler gehabt, die haben immer Sparrowliner getrunken. So ein grüne Kraut da mit Wasser, das sah immer so eklig aus, aber alle haben das Pulver mitgehabt und wir haben das für die dann Das ist nochmal, was ist das genau? Ja, so sind so Algen, ne? Also genau, wenn immer du dich einseitig ernährst und den Magen füllst, dann nimmst du auch irgendwie ab. Also wichtig ist immer, dass bei diesen Pseudodiäten, das sind ja alles Modediäten, dass bei diesen Diäten lauter Regeln dabei sind, die dein normales Essen unterbrechen. Und das ist der Grund, weshalb die wirken. Ah. Die wirken ja nicht, weil das, was du da isst, einen besonderen Effekt hat, sondern es ist dir verboten, etwas anderes zu essen und du musst den Hummer essen. Gut, das hat eine Wirkung, weil durch Eiweiß nehmen wir leichter ab. So, wenn du dann nur noch Ananas dazu essen darfst und nichts anderes,
dann isst du auch keine Kekse, dann isst du auch keine Pommes und keine Spaghetti und dann nimmst du ab. Und irgendwann hängt dir das zum Hals raus. Und dann nimmst du wieder zu. Ja, genau. Sag mal, ich wollte euch mal was fragen, das ist mir in diesem Jahr aufgefallen. Ich habe irgendwie über Weihnachten und Silvester waren wir in Österreich und haben dann auch viel, auch nicht viel, aber Weine getrunken. Und da habe ich irgendwann aufgehört, Weine zu trinken. Weil irgendwie, und da habe ich 2-3 Wochen keine Weine getrunken. Und dann gab es jetzt eine Phase, und die ist auch noch nicht zu Ende, dass ich trinke, dass ich Weine probiere, und es schmeckt mir nicht mehr so, wie es sonst geschmeckt hat. Ist das, weil ich zwischendurch meinen Körper entgiftet habe? Ist es, weil ich ihn entwöhnt habe? Ich habe dann so einen Wein getrunken und dachte, nö. Und so, und es fängt jetzt hier mit dem, dieser Alkoholfreie, der hat ihn jetzt. Ja. Aber ich bin im Moment überhaupt, los, ja? Ich bin überhaupt nicht drauf auf Wein gerade. Ja. Ich brauche keinen Wein im Moment, ich mag es nicht. Okay. Willst du eine medizinische Antwort hören? Na? Wir haben tatsächlich, das haben ja alle Tiere, wir haben in uns so etwas wie instinktives Genießen oder Essen. Mhm. Das gibt es auch in uns, rudimentär. Ist aber überlagert durch Werbung, durch Gewohnheiten, durch Supermärkte so. Aber offenbar, das ist eine mögliche Erklärung dafür, du hast Wein getrunken und du hast damit diesen Durst oder diesen Appetit danach gestillt. Und in unserem Körper gibt es einmal sozusagen, dass der Körper weiß, was er braucht. Also jetzt, er dürstet jetzt nicht unbedingt nach Wein, das ist klar. Mhm. Aber es können Bestandteile sein vom Wein, die du gut findest. Aber was viel wichtiger ist, wenn wir immer das Gleiche essen, dann gibt es so etwas beim Körper wie so ein Abwechslungsmodell, dass er sagt, also wenn der hier jetzt immer dasselbe isst, dann haben wir so eine, das nennt sich spezifisch-sensorische Sättigung. Das heißt, du isst jetzt immer dasselbe, dann hängst du zum Hals raus. Mhm. Und das ist hier wahrscheinlich eher der Effekt, dass du sagst, da hast du nämlich, das machst du ja normal nicht. Du hast jetzt in Österreich hast du Urlaub gehabt und jeden Tag schön. Und weißt du, der Körper will was anderes. Das war interessant. Ich habe es dir schon in einem Podcast erzählt, wir waren in einem Hotel mit einem super Koch und ich habe genossen jeden Abend 5-6 Gänge, ganz kleines Kram, aber auf allerbestem Niveau. Mhm. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du, ich könnte jeden Abend so das essen. Und dann sagt sie, warte mal ab nach 7 Tagen. Genau. Und nach 7 Tagen habe ich gedacht, nee, danke. Ja, es geht mir auch so. So, jetzt, ich meine, das war trotzdem das geile, coole Essen, aber du hattest das Gefühl, wenn jetzt einer mit Spaghetti um die Ecke kommt, ist auch mal, und er braucht so. Richtig, und dann machst du dir zu Hause nach diesem Urlaub eine Linsensuppe und findest das toll, oder isst Grünkohl und findest das auch toll. Aber das ist genau das, damit wir nicht immer dasselbe essen. Da passt der Körper auf, das funktioniert noch. Und wie ist das, weil ich habe das manchmal, wenn ich beim Wein-Podcast, also früher war das, jetzt ja nicht mehr so, dass ich manchmal so aus Versehen ein bisschen zugelangt habe und lange dann... Her. Lange. So eine Woche her, oder? Ja, bestimmt. Naja, und wenn ich dann so ein bisschen angeschossen war und ihr alle weg seid, dann überfalle ich die Snackbox, die da vorne steht. Also und habe so einen tierischen Hunger auf Zucker. Kann man das auch irgendwie medizinisch erklären? Also du meinst jetzt nach dem Wein? Ja. Naja, das kann tatsächlich sein, dass du hast ja hier, geht der Blutzucker hoch. Ja. Kommt auch an, wann du gegessen hast. Ja, wenn du mittags auch nicht toll was gegessen hast, bist du sowieso hungrig. Aber hiermit pusht du deinen Zucker ein bisschen hoch und dann sinkt der relativ zügig wieder ab. Und dann hat dein Körper das Gefühl, mir fehlt Zucker. Okay. Und dann kommst du in so einen Naschrausch. Also deshalb ist es, wie die Franzosen das machen, finde ich immer toll. Ich finde Wein zum Essen, ja. Oder rund ums Essen, dann vermeidest du das auch, ja. Mhm. Wichtig, also Wein zum Essen ist besser als Wein nur so, weil das diesen Effekt, genau, dass du kriegst keinen Hunger. Ja, richtig. Ja, okay. Und es ist ein Snack, ja. Ja. Es ist ein Snack, weil, und das wollen wir ja nicht, wir wollen nicht snacken, wir sollten nicht snacken. Snacken ist eines der, sag ich mal, kulturellen Übel, die uns schneller altern lässt und die uns auch schnell zunehmen lässt, so. Mhm. Wenn du das aber zum Mittagessen dazu schiebst, dann ist das schon minder schwer. Okay. Und dieser ist es eben da, der Hintergrund ist, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Es kommt auch darauf an, wann du sie isst. Mhm. Ne? Und das könnte das erklären. Ansonsten weiß ich nicht, was du hier sonst noch getrieben hast, wenn wir alle weg sind dann oder was du da treibst. Das wollen wir auch nicht wissen. Das wollen wir eigentlich nicht. Aber das ist interessant, dass man, okay, das ist dieses Ding, man eigentlich am besten nicht irgendwie früh, es gab doch mal eine Zeit, wo man gesagt hat, alle 3 Stunden irgendwas essen, vorbei. Vorbei. Das ist so zweimal richtig. Zweimal am Tag. Richtig. Und da alles kulminieren. Also genau. Also zweimal, nicht dreimal. Ja, zweimal ist sogar noch besser. Also ich erlebe viele, die sagen, also seitdem ich 2 Mahlzeiten habe, habe ich einen Durchbruch und nochmal 15 Kilo weniger. Also das ist so. Da hilft sich erstmal, man muss sich sowieso bewusst machen, was man da tut. Und das finde ich immer, das hat auch was mit Weingenuss zu tun. Bewusst machen, was ich da esse, Qualität genießen und es nicht einfach nebenbei beim Fernsehen irgendwie, das ist, finde ich, ganz schrecklich. Bewusst wissen, was tue ich, warum tue ich das. Jetzt hier deine Österreich-Erfahrung beispielsweise, das hat
alles so seine Gründe. Okay. Michael. Es war, wir müssen diesen Weinpodcast-Termin irgendwie zu Essenszeiten mehr liegen. Ja, aber, stehen, es, ne? Aber ich, also es kann ja auch ein, es kann ja auch anstatt Essen sein. Ich finde ja immer dieses zum Essen, dann kann ich den Wein nicht so richtig genießen. Dann habe ich das Geschmack. So. Ich finde das Besondere an dem Wein, so wie wir es machen, dieses Geschmackserlebnis. Und dann, dass man so sagt, so wie bei dem ersten Wein, was ist das? So. Und wenn dann Essen dazukommt, dann denke ich so, oh, das Essen schmeckt lecker. Gut, das kann man sagen, lecker. Und dann bin ich mit dem Wein, weiß ich nicht. Das erfordert mich dann. Ich finde, der Wein kommt ja immer ein bisschen eher. Ne? Und dann sitzt man da gemütlich und trinkt man ein bisschen und genießt diesen Wein. Ich finde, das gehört für mich dann auch zum richtig guten Essen dazu. Das zelebriert das. Und wenn dann am Ende noch, da achte ich immer drauf, noch ein bisschen Wein drin ist, dann trinke ich zum Schluss, wenn das Essen fertig ist, dann nochmal. Und man unterhält sich dabei. Und da finde ich dann auch diese positive Wirkung des Alkohols toll, weil das ist dann, man zelebriert alles. Und die gute Laune und tatsächlich ist man gelassen. Also, aber du hast immer irgendwann auf, dann zu trinken? Ja, also, trinkst jetzt nie kein zweites Glas. Ich sagte ja, bei meiner Speise rebelliert. Meistens nicht. Also meine Frau trinkt dann eher noch mehr. Die wiegt nur 50 Kilo. Das ist ja auch gewichtsabhängig. Also du darfst ja mehr trinken. Ich dürfte 1,5 Mal so viel trinken wie sie. Frauen sind ja auch noch empfindlicher. Gibt es eine Regel, wenn so und so viel pro Kilogramm Alkohol? Gibt's das ja, du hast, das ist schon so. Und Frauen können Alkohol nicht so gut verstoffwechseln. Die dürfen immer schon nicht so viel trinken. Bei uns ist das ein bisschen andersrum. Ich vertrage den nicht so. Mhm. Aber weil ich eben auch selten Alkohol trinke, vielleicht alle 2 Wochen. Ja, gut, manchmal jedes Wochenende, aber dann ist die Phase wieder vorbei. Merke ich den Alkohol so schön. Also ich habe das jetzt gemerkt. Ich habe ein bisschen was, ich habe das ja nicht getrunken oder runtergeschluckt. Ich habe jetzt 2 Schlückchen getrunken und ich fühle mich jetzt richtig wohl. Ja. Und mit Mini-Dosis. Ja, also ist auch super. Ich bin heute um 8.28 Uhr mit der Bahn zur Arbeit gefahren. Meine Frau saß neben mir und gegenüber saß da so eine Dame, ganz normal, hat Kopfhörer auf am Handy, also wie alle anderen auch irgendwie. Und irgendwann hat sie in ihren Rucksack, hat so eine Sektflasche aufgeschraubt, hat aus der Sektflasche und hat wieder reingesteckt. Und ich hatte die Maske auf, aber ich wusste gar nicht, wohin ich gucken soll, weil ich das fand, das also... Du hast nicht gesagt, lass mich auch mal probieren. Ich habe mir gedacht, ob ich sie fragen soll, ob sie noch dazukommen möchte, weil das wäre ein schöner Konterpart zu deiner Person heute. Was gibt's zu feiern? Aber ne, man wundert sich dann schon viel. Ja. Also das ist natürlich auch traurig. Ich habe es ja mal erzählt, Gast bei mir im Büro, ich komme später rein und der holt so eine Flasche Weißwein, nimmt einen Schluck aus der Pulle um 10 Uhr morgens. Und ich sage noch, na, schmeckt schon. In so einer Situation musst du... Das sind ja 28, ich hatte noch Müsli-Geschmack. Das ist natürlich dann krank. Ja, das ist so. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich hatte irgendwann auch noch so dieses leichte Paprika, ich weiß gar nicht, grün, gelbe Paprika, auch das, was wir oft beim Sauvignon haben, das finde ich auch. Also ich finde, es ist schon sortentypisch zu erkennen, bin stolz auch auf Lars, dass er vorangeprescht und gleich gesagt hat, das ist Sauvignon. Also das war 2022 Sauvignon Blanc Tradition vom Weingut Protzinger aus der Südsteiermark. Der nächste Wein... Jetzt trüb. Der nächste Wein. Sie trüb. Der nächste Wein. Oh, weißt du was? Ihr seid schon. Er betont es schon so. Er betont es schon so. Nein. Och Gott, bin ich so einfach? Nein. Ich bin ja extrem komplex. Aber nee, du hast. Weißt du, das ist schon. Danke. Aber er sieht ja schon im Glas aus. Axel hat es schon gesagt. Er hat er ist ein bisschen eingetrübt. Genau, der Wein ist nicht klar. Das habt ihr sofort erkannt. Also ein. Was ist ein. Der Wein ist nicht filtriert. Okay. Also, der ist einfach vom Fass gezogen. Wenn man sowas bekommt, weil es auch nicht geschwefelt ist, ist der Wein also nicht sehr stabil, ist ja immer noch ein Lebensmittel und deswegen muss er relativ zeitnah auch getrunken werden. Und den habe ich heute bekommen. Also ich habe das so abgetaktet, damit ich ihn heute bekomme, damit wir ihn heute probieren. Ach stopp, wir reden nicht davon, wenn er geöffnet ist, muss er schnell getrunken werden, sondern er muss sowieso schnell getrunken werden. Er muss sowieso schnell getrunken werden, in dem Fall, er ist unfiltriert, er ist nicht geschwefelt. Also das heißt, er hält nicht lange? Er hält nicht lange, genau. Also wie lange hält er in der Flasche? Naja, also man soll schon innerhalb der ersten 3 Tage das trinken. Minuten. Und hält er auch nicht, der zerfällt auch nicht oder so, aber das ist auch nicht gefährlich, aber vielleicht der Darmflora nicht zwingend, kommt es nicht zugute. Aber warum macht man Weine, die sich nur 3 Tage halten. Weil gleich erzähle ich euch gleich. Ich erzähle euch gleich, warum das so ist. Ja. Ich habe jetzt Angst, den zu sehen. Ich habe Angst, dass der schlecht ist. Der ist doch heute gekommen. Aber du wirst ja merken, wenn er schlecht ist. Ja, naja, klar. Dann wird er ja wieder brausig. Ja, okay. Ja. Nein, Lars, wenn du schon so schaust, das ist so ungerecht. Ja, also ich schaue ja gar nicht. Nein, doch, ich kenne nicht so lange.
Nur weil ich nichts. Nur weil ich auch mal, weißt du was, nur weil ich auch mal ein bisschen kritisch, was Kritisches sage. Na, du sagst, zum Glück sagst du häufig was Kritisches, ist auch in Ordnung so. Also es gibt ja auch viele Weine, die am Ende trotzdem nicht filtriert werden, dann werden sie meistens trotzdem geschwefelt, oder zumindest ein bisschen geschwefelt, ja. Um festzustellen, der Wein hat ja kein MHD. Ja, also eines der wenigen. Kein Wein, ne? Genau. Kein Wein hat ein MHD, ja. Und von daher. Warum nicht? Also, was ist MHD? Mindesthaltbarkeitsdauer. Achso, also, okay. Also, das abläuft. THC, MHD, irgendwie. Also für mich ist das der beste von heute. Mhm. Ich finde auch. Es kommt ja noch einer, ne? Und wenn du. Achso, okay. Aber schon vier jetzt. Flaschen. Vier, ach ja, stimmt, vier. Ich dachte, da war doch diese was. Vier Flaschen bezogen sich auf die Teilnehmer. Aber überhaupt nicht. Genau. Wir haben jetzt heute nur drei, du wärst natürlich überhaupt keine. Genau. Nee, aber den finde ich am besten. Und weißt du, was ich immer gut finde? Wenn man Lebensmittel natürlich, naturbelassen, keine Chemie reinmacht, das finde ich ist immer zu bevorzugen. Und dafür müssen wir mehr Sensibilität in der Gesellschaft haben. Weil das ist für uns auch besser. Mhm. Das ist schon cool. Das ist cool. Das. Aber der hat Alkohol. Der hat richtig viel Alkohol, oder nicht? Der hat nicht wenig. Der grinst da schon wieder. Also der hat Alkohol, ja. Der hat Alkohol. Aber nicht so viel? Doch, doch. Ja. Also ist ein biodynamischer Winzer. Wir hatten ihn auch schon tatsächlich mal in einem Live-Podcast, wo er nicht dabei sein konnte, müssen wir wieder einladen. Philipp Wittmann aus Rheinhessen, einer der besten Winzer Deutschlands. Und der macht im Jahrgang 2022 zum letzten Mal eine Scheurebe. Ja, also so eine Rebsorte, die ein bisschen aromatisch, dem Sauvignon Blanc nicht ganz unähnlich. Wir hatten sie auch schon ein paar Mal hier. Heute finde ich, hier ist das eher so rotbeerig, also hat so, nicht dropsig, aber hat wirklich so diese dunkle Johannisbeere, ne? Sehr, sehr intensiv am Gaumen. Er hat dann eben gesagt, hier, wenn du möchtest, kannst du diesen Wein komplett kaufen. Ich habe 1440 Flaschen. Und habe ich gesagt, was heißt das? Ja, nur du hättest dann diesen Wein, du kannst diesen Wein verkaufen oder du kannst dir das Weinkeller was geben oder wie auch immer. Aber Alter, die laufen doch ab. Der hält ja nur kurz. Nein, nein, das ist ja eine Fassprobe. Er würde, dann, so. Er würde ihn dann so. Filtrieren, er würde ja. ihn dann stabilisieren mit ja. Schwefel und ja. fertig. Ne? Also ja. er würde ja. den Wein fertig machen, ja. der liegt jetzt noch im Fass. Im, ja. Aber vielleicht sage ich, ich will aber eine blaue Flasche oder ich will ein anderes Etikett. Und dann, ja. also, er muss jetzt schauen, wer sagt, es ist mir eigentlich zu wenig für die Preisliste oder irgendwo in den Markt zu gehen, dann wollen die Leute nach und dann gibt es ihn. Ja. Und das wollte ich euch heute als Juroren haben, ob ich das machen soll oder nicht. Den, also vom Geschmack? Von mir aus, also von mir ganz klar nicht machen. Oha! Nicht machen. Aber, okay. aber, ja, ja. Aber warum nicht? Warum? Ja, weil er mir nicht schmeckt. Tatsächlich. Und warum nicht? Er ist dir zu trocken. Ja, er ist mir irgendwie zu trocken, zu sauer. Also der stresst mich irgendwie zu sehr. Aber du weißt, wie du das zu bewerten hast bei mir. So. Ja, also genau, gar nicht. Ja. Also ich würde sagen, ja. Ich finde ihn toll. Ich finde es der schönste. Der ist auch nicht, du sagtest vorhin, der andere war ein bisschen bitter. Der ist nicht bitter. Ja, ist aber auch nicht süß. Er ist trocken. Nee, genau. Aber er ist schon sehr trocken, arbeitet schon mit sehr wenig Zucker. Ja, er ist trocken, aber nicht bitter. Wird er noch anders im Geschmack durch die Filtration? Ja, es ist immer, guter Punkt, es ist immer schwerer, eine Fassprobe zu verkosten, wenn man jetzt nicht so das ständig macht, wenn man sich da gedanklich reinsetzen muss, was passiert denn eigentlich, wenn er filtriert ist und wenn er nochmal stabilisiert ist, ist einfach ein bisschen was anderes. Ja. Das schon, und das Auge trinkt nun auch mit. Ein unfiltrierter Wein ist einfach nicht ganz so schön anzusehen, wenn der so leicht milchig im Glas ist. Also, wenn du also er wird harmonischer, ne? Er ist jetzt noch ein bisschen wild. Genau, er wird harmonischer. Er darf natürlich, das ist ja schon sexy, wenn es ein bisschen wild ist. Also wenn es nicht wild ist, ist es ja vielleicht dann auch schnell langweilig und dann ist es austauschbar und dann ist es gewöhnlich und dann muss es nicht, weil er auch nicht so wahnsinnig preiswert ist. Also wird schon, weiß ich nicht, 22 Euro oder so kosten. Ne? Was ich krass finde, finde, er schmeckt jetzt nicht, also normalerweise würde man jetzt ja sagen, bei einer Scheurebe würde er so ähnlich schmecken wie ein Sauvignon Blanc oder zumindest riechen. Das finde ich, tut er gar nicht. Oder? Riecht schon aromatisch. Also aber, du riechst ja, schon... Und am Gaumen habe ich eben total diesen roten, dieses rote Gummibärchen. Also dieses rote. Das rote Gummibärchen? Das rote. Diesen roten, dropsigen Red Band roten Weingummi. Die muss man mitbringen. Die müssen wir mal so parallel verkosten. Aber du musst dir. Gummibärchen, weißt du? Ja, das, wenn du das runtergeschluckt hast, wenn du es nur am Gaumen hast und wenn du die Zunge auf den Gaumen presst. Dann dieser Geschmack, der im Mund bleibt, das ist genau diese rote Frucht. Das heißt, du bist begeistert eigentlich, oder? Du bist kurz davor, es zu machen. Erstmal ist es ein Privileg, wenn einer der besten Winzer des Landes sagt zu dir, du kannst das komplett haben, von einer Rebsorte, die
die nicht unsexy ist, die nicht so einfach zu verkaufen ist, weil die Leute immer Sauvignon Blanc fragen und Scheurebe eher die meisten nicht kennen, außer sie kennen unseren Podcast. Und dann kann man sagen, es ist die letzte überhaupt, die produziert wurde. Ich merk er schon. Macht den nicht mehr und so er weiter. Hat's schon bestellt. Schon. Nein, ich habe sie auch noch nicht bestellt. Ne? Es ist ja, aus dem Jahrgang 2022, steht auch Probeflasche drauf. Und also Matthias, du bist dafür. Ja. Axel, du bist dagegen. Mhm. Und ich bedanke mich auch für die Ehrlichkeit. Ich brauche ja keine Schmähgeschichte. Lars. Ja, ich bin, du ja. Du bist es vielleicht. Nee. Ich bin eher bei Matthias, aber man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie schmeckt das, wenn es... Ja, ganz anders wird es nicht schmecken. Aromatisch okay. Ist es so natürlich, dass nach der Trübung das klarer wird von der Frucht. Ja. Und wird es auch noch einen Tick harmonischer? Ich finde es, wird es weniger wild? Ich finde es ja einen Tick zu wild. Ja. Es wird klarer, es wird strahlender. Es ist ja so ein bisschen so leicht, neblig ist nicht richtig, aber wisst ihr was, immer so einen leichten Schimmer drauf. Mhm. Das ist schon fürs Auge und das ist dann auch in der Nase und das ist auch am Gaumen so. Das macht schon viel aus, diese Hefetrubstoffe, wenn die dann quasi da rausfiltriert werden, dürfen es ja nicht mit, also wenn es ein veganer Wein ist, nicht mit Eiweiß. So hat jeder seine eigene Methode. Aber in der Regel wird das dann schon ganz klar dann abgefüllt. Und teilweise, ich hatte auch schon mal einen Wein, der dann so ein bisschen trüb war, aber ungewollt. Und dann ist es einfach ein Fehler in der Produktion. Und dann haben sich die Gäste beschwert. Und dann, ach so, ja. Ja, weil die ja gesagt haben, kostet so viel Geld. Und aber ich kann es gar nicht trinken, wenn ich das so sehe. Ja, und dann haben wir es zurück. Und der Winzer hat dann auch die ganze Charge zurückgenommen, waren über 1000 Flaschen. Aber ist das denn jetzt, ich meine ganz ehrlich, ich meine, das wird ja so hergestellt. Ist das dann wieder eine Sache fürs Auge? Also wenn ob diese Trübheit... Ja. Also diese ganze Natural-Wine-Szene, die feiert das natürlich massiv ab. Also da gibt es fast keine Weine, die filtriert sind, sondern das ist genau das so noch viel schlimmer. Ja. Und man gewöhnt sich mehr und mehr, weil eine gewisse Klientel und vielleicht auch ein Stück weit die ich bediene, die will das nicht. Ja, die möchte einen ganz clean, sauber strahlenden Wein. Und natürlich das, was zahlst du 22 Euro beim Einkauf? Nein. Das wäre 22 Euro, wird es jetzt... Du zahlst 5. 3,8. Nein. Das weiß ich, ob du noch nicht ausverhandelt, aber wenn... Aber wie, also ich würde das Risiko ist ja auch dieses Scheurebenproblem, ne? Wenn du jemandem sagst, kriegst du 1400 Flaschen Scheurebe verkauft in der Hand. Ja, und die Frage ist auch, wie er in 2 Jahren dann schmeckt, wenn du es nicht, ob das eine gereifte Scheurebe, gibt es eigentlich keinen Markt dafür, es sei denn, sie ist süß. Ja? Also Scheurebe wird ja auch gern genommen. Weingut Kracher aus dem Burgenland, Trockenbeeren auslesen, die 30, 40 Jahre von der Scheurebe, super, weil sie die Säure gut transportiert. Mhm. Aber bei einer trockenen Scheurebe, so ein bisschen wie beim Rosé, hast du meistens den aktuellen Jahrgang, ist jetzt nicht so dieses Riesenpotenzial. Aber der Winzer macht alles top. Der hat noch nie einen schlechten Wein gemacht. Und deswegen hat er diese Reputation. Auch der Moorstein ist ein Top-Riesling, einer der teureren deutschen Weine, die auch in die ganze Welt exportiert werden. Also ich würde immer vertrauen, dass alles, was er macht, auf jeden Fall gut ist. Und da biodynamisch arbeitet seit vielen Jahren, weiß ich auch, dass es auf jeden Fall gesünder ist als andere Sachen. Ja, also in der Verarbeitung. Legen denn deine Gäste Wert auf einen biodynamischen Wein? Oder ist das noch gar nicht so, dass die Leute sagen, also ich bevorzuge jetzt das biologisch-dynamische? Es gibt vereinzelt Leute, die dann kommen und sagen, wir würden gerne einen, und es ist bei mir nicht markiert auf der Weinkarte. Ah, ja. Okay. Ich sage es manchmal dazu, sage ich, bei uns werden sie beim Saufen noch gesund. Ja. und das kann man als Österreicher immer so ein bisschen salopper machen. Ihr dürft manches sagen mit eurem Charme. Ne? Ja, mit dem Dialekt einfach. Genau, mit der Sprachmelodik. Kriegst du das alles erlaubt. Klingt immer nett. Ja, genau. Deswegen bin ich auch hier. Ja. Also egal, was ich sage, oft kompletter Stuss, aber die Leute sagen, es klingt einfach gut. Dieser Hauch Österreich. Nett. Ja. Man kann es selbst als Österreicher sagst du saufen, der Deutsche zittert man. Um es bewusst ist es natürlich viel schöner, wenn ich das ein bisschen provokant mache. Du musst es immer erleben, wenn wir österreichische Gäste hier haben, dann fällt er in den Dialekt. Ja, ja. Dann ist es wieder ganz. Das ist wieder, jetzt kommt noch ein Rotwein. Ein Rotwein. Jawohl. Danke. Wenn du was trinkst, Matthias, eher rot oder weiß? Meistens rot. Rot. Das ist hat ja dann auch noch so ein bisschen dieses mit den Gesundheitseffekt. Wie Darmflora. Genau, ich hatte gestern eine Gelbfieberimpfung und der Arzt hat gesagt. Also was? Gelbfieber? Tatsächlich. Ja. Du gehst nach Brasilien, ne? Ich bekomme jetzt auch eine. Ja? Ja, ja. Okay. Ja. Ja. Was ist denn mit euch los? Meine Güte, wo soll es hingehen? In Brasilien. Ah, okay. Und der Arzt hat gesagt: 2 Sachen, kein Sport, kein Alkohol. Also. Das heißt, du hast dich ja super dran gehalten jetzt. Ja, ich hab nichts getrunken. Wie lange? Für eine Woche mal. Ah, okay. Also alles, was den Stoffwechsel belastet, soll man nicht machen. Ja, die Gelbfieberimpfung ist schon tatsächlich, gibt es ja nur bestimmte Impfstellen dafür. Das ist schon
Was Besonderes, ja. Ja, genau. Braucht man das, wenn man nach Brasilien fährt? Ja, je nachdem, wo du hinfährst. Also bei uns ist das so ein bisschen auf der Grenze, weil der Amazonas mündet. Und das ist Gelbfiebergebiet. So. Und mit welchem Zug fährst du dahin? Mit der U3. U3, das ist gut. Ja. Genau. Ich bin so ein bisschen. Hält die jetzt auch in Brasilien? Ich bin so ein Vorkämpfer, dass die beiden Herren haben sehr. Also, wir versuchen ja sozusagen CO2-neutral zu sein, aber es gelingt nicht. Wobei ich letzte Woche in Sibirien. CO2-neutral ist es, weil. Ich war in Sibirien. Was in Sibirien? Ja. Wir beide wissen, wo der Witz ist. Es gibt sozusagen, da wo wir wohnen, gibt es einen Ortsteil, der heißt Sibirien. Da wo ich wohne, gibt es einen Ortsteil, der heißt Brasilien tatsächlich. Ja, genau. Aber der ist es nicht. Dafür brauchst du nicht die Gelbfieber. Ja, genau. Das finde ich lustig, wie mein Schwiegervater immer sagt, ich gehe mal kurz nach Sibirien mit dem Hund. Mhm. Und dann, wenn dann Leute da sind. Und dass er nach einer Stunde schon wieder da ist. Aber ich glaube, das Sibirien meintest du jetzt nicht, ne, Michael? Nein, ich meinte das Sibirien. Tatsächlich, ach das, okay. Ja. Aber sag mal, okay. Aber warum machst du. Ja? Ach so, ja, genau. Das ist aber ist das schon zu viel, wenn ich jetzt rieche und schmecke, dann nimmt man ja auch Alkohol. Nicht hier den Arzt allerdings, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, doch, klar, natürlich. Nee, über die Schleimhäute nimmt man ja auch Alkohol auf. Ja, nein, aber das ist nicht das, was dein Impfarzt meinte. Okay. Das richtig trinken, weil tatsächlich ist es so, wenn du über den Durst trinkst, wenn du viel Alkohol trinkst, dann schwächt das Immunsystem. Und dann ist die Impfantwort geringer. Ah, das ist auch noch wichtig zu wissen. Ja, da muss man ja sagen, also gerade im Winter, wenn du sagst, okay, stopp. Das heißt also, du machst einen schönen Abend und trinkst viel Wein oder Alkohol. Und dann nehmen wir an, gegenüber sitzt einer und hat irgendwas in sich, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer am nächsten Tag, dass du dich ansteckst. So ist es. Also bei meinem Sohn hatte ich das so, der ist ja ganz besonders empfindlich gewesen, wenn der am Wochenende feiern war. Mhm. Klar ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man sich ansteckt, aber der war dann immer krank. Also nicht jetzt, weil er einfach zu viel getrunken hat, sondern durch den Alkohol war er empfänglicher und er kriegte dann Virusinfekt, da konntest du die Uhr nachstellen. Okay. Und wieso kriegst du eine Gelbfieberimpfung? Tansania und Zanzibar. Ach ja, richtig. Ja. Ach ja, das Ding. Wirst du eingeladen, ne? Mit der U4. Na, ich finde das gut, weil wir alle haben ja in der Corona-Pandemie erlebt, dass es auch ohne Fliegen geht. Genau, ja, aber das war so ein bisschen der Grund, so, weil ich war so lange nicht mehr so richtig weg und irgendwie. Das höre ich jetzt ganz viel. Also fast alle, die ich kenne, die haben irgendwelche weiten Reisen gebucht und sind weg. Ja. Und ich setze mich in die Bahn und fahre nach Salzburg. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Im Namen des Landes Österreich, des Staates Österreich und des österreichischen Volkes bedanke ich mich herzlich. Dass ja, darf Urlaub, man das sagen. Ihr habt keinen Schnee mehr, aber das ist egal. Jetzt haben wir gerade sehr viel Schnee. Ja. Okay, jetzt geht's wieder. Ja. Okay. Ja. Also jetzt. Warum habe ich den Wein ausgesucht? Ich sage es, wie es ist. Ich wusste vorher, es ist eine große Bordeaux-Verkostung mit 50 unterschiedlichen Weingütern und insgesamt 400 Weinern in Hamburg, die stattfindet am gestrigen Tag. Und ich bin in diese Probe gegangen und habe gesagt, den besten Wein, den ich in dieser Probe trinke, bringe ich zu diesem Podcast mit. Stopp, und wie viel Bordeaux? 50? 50 Winzer mit insgesamt, würde ich sagen, 400 Weinern. Also, du hast 400 Weine probiert. Ich habe die alle getrunken, aber ihr wisst, ich kann so 120, 130 Weine trinken. Auch weiße. Ich habe gesagt, Farbe unabhängig. Ich habe auch irgendein Rosé, das war überhaupt nicht gut. Und das war mein Lieblingswein. Und jetzt. Belly, ey. Ja. Das ist aber Wahnsinn. Krass. Ja. Und das konnte ich vorher nicht wissen, deswegen kann es auch kein Paket geben und ich habe es mit denen abgesprochen, alles fein. Nur es hätte auch irgendwas anderes sein können. Ich muss mich jetzt ein bisschen einlesen, dass ich zwei Sätze dazu sagen kann. Und deswegen wollte ich es erstmal auch noch nicht euch zeigen. Es waren nur Weine aus dem Bordeaux. Ja. Nichts anderes. Ja. Riecht auf jeden Fall hervorragend. Und dann hast du den. Für mich jetzt. Aber, das, ja. Aber wenn ich das sage, dann ist schon meistens ziemlich richtig. Das ist interessant, ja. Weil die Nase ist schon mal so betörend. Ja. Ne? Die Nase ist so. Ja. Oh, die ist so. Aber was ist dieses Besondere, was man da hat? Dieses Samtige, was ist das? Ist das. Was macht den Bordeaux denn im Geruch aus so? Ich kriege das immer gar nicht in Worte gefasst. Ich bin nicht so. Ich auch nicht. So ja, Michael auch nicht. Ich auch nicht, ja. Alles gut. Ja, aber ich finde das schwierig. Also ich rieche dann und schmecke auch Dinge und denke so, das irgendwie fehlt das Wort dafür. Ja, aber ich kriege es nicht zusammengebracht mit dem. Also, ich finde, es riecht immer ein bisschen nach Fass. Ich mag das. Das ist dieses. Also ist auch im Fass auf jeden Fall aufgebaut. Ja. Genau, ausgebaut. Sehr oft würde man eigentlich Bordeaux charakterisieren mit einem. Wie so ein Unterboden, so ein Holzboden. Ja, genau. So ein bisschen moosig, erdig, holzig. Eiche. Eiche, genau. Ja. Und teilweise hat er auch dann so grüne
grüne Inputs, ne? So dieses, das liegt am Cabernet Sauvignon. Also es sind eigentlich 5 Hauptrebsorten, die in Bordeaux wachsen. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdon und Malbec. Und bei den meisten Bordeaux weiß man gar nicht, was drin ist. Also bei Château Aubryon oder bei Château, bei Petrus weiß man, es ist Merlot, aber bei einem Mutter Rothschild weiß eigentlich keiner, wie viel Prozent ist eigentlich genau. Es müssen alle 5 drin sein? Nein. Es kann auch nur 1 drin sein. Aber aus diesen 5? Genau, so ist es, ja. Ja. Also die anderen werden gar nicht angebaut in Bordeaux? Genau, so ist es, ja. Okay. Also es gibt noch Sauvignon und Semillon für weißen Bordeaux. Mhm. Die darf auch nur aus diesen 2 Rebsorten sein und alles andere hat eigentlich keine Relevanz. Mhm. Und das ist dieser Waldboden, das ist dieses Bärige. Und je nachdem, wo wie die Cuvée zusammengestellt ist, in dem Fall sind es 90% Merlot und 10% Cabernet Franc. Der Cabernet Franc, ich finde, das ist eine Rebsorte, die mehr und mehr auch angepflanzt wird dort. Der gibt immer eine gewisse Frische, einen gewissen Kick, und weil der Merlot sehr schnell, sehr breit werden kann, sehr eindimensional, eher langweilig und hat auch eine schlechte Reputation. Also Merlot trinkt man jetzt nicht mehr so, früher war das anders. Mhm. Und das Bordeaux hat es allgemein schwer, weil es eher so für alte Männer, die trinken Bordeaux. Mhm. Und ich finde, ist das noch so? Nein, das ist das Image, glaube ich, schon. Und leider ist das geschuldet, dass du keine Château Petrus unter 4.000 Euro mehr kriegst. Das ist ja normal, dass auch gar nicht trinken kann, viel nach China geht. Und ich glaube aber, dass es eben sehr, sehr viele einfache Weine gibt, die deutlich bezahlbarer sind, die sehr viel Freude machen. Ja, und so einer ist es aus meiner Aber Sicht. Matthias, du hast ja vorhin gesagt, wir tun jetzt alle gleich was für unsere Darmflora. Aber es hieß doch immer, Rotwein ist super gut für das Herz. Das ist dann Quatsch. Ja, also da gab es ja auch dann viele Studien, da muss man mal, wer bezahlt die Studie und so. Ne? Unterm Strich muss man sagen, ja, da gibt es dezente Hinweise für. Aber auch da kippt uns echt wieder die Dosis dann in die Füße. Deshalb. Weil ansehnlich Wein trinken erhöht den Blutdruck, ja, und so weiter und so weiter. Genau, genau. Und dann hast du wieder das erhöhte Risiko für Herzrhythmusstörung. Und das ist dann wiederum nicht gut fürs Herz. Also das ist so ein bisschen überholt, das muss man schon sagen. Aber ich nur die Darmflora sagen. Die Darmflora. Ich muss dir heute auch was Gutes mitgeben. Die Darmflora, klar, ich bin tatsächlich Rotwein-Fan, das ist so. Deshalb freue ich mich über dieses Glas. Ich bin auch ein Bordeaux-Fan. Okay. Nicht nur, weil im Juni fahren wir gerne in die Gascogne und da wird natürlich immer Bordeaux getrunken dann. Mhm. Und das Restaurantangebot ist einfach super da. Und ich fahre da einmal zum Wellenreiten hin. Zum Wellenreiten? In die Gegend, genau. Ach, und das ist für mich immer so ein, die Surfer. So ein fester, du auch, ja? Ja? Ein fester Termin. Und wenn das wegen Corona mal ausfallen muss, war ich so traurig. Ja. Aber für mich verbindet sich da auch wirklich dieses tolle Essen in den Landgasthöfen. Die haben manchmal irgendwo am Fenster noch so ein kleines Gourmillot-Sternchen da und du merkst das. Jeep Gourmand wahrscheinlich, oder gar nicht Stern, oder ein Jeep Gourmand. So eine Empfehlung. Das ist ja super, ja. Genau, ja, und dann denkst du, das ist so ein Landgasthof, ja. Und du merkst das dann schon und das Brot ist selbst gebacken und es ist einfach alles Deluxe und dann noch dieser Wein dazu. Für mich ist das jetzt hier, eröffnet sich, das könnt ihr gar nicht wissen, da eröffnet sich noch ein bisschen Sommerurlaub. Nur recherchiert haben wir schon. Ne? Tolles Essen. Also, was du gern trinkst, wohin du fährst. Und ich habe ganz, kennt ihr diese Marzipankugeln? Diese ganz kleinen Marzipankugeln, den Geruch habe ich gerade. Mhm. Total nach Marzipan. Also Marzipankartoffeln? Ich weiß nicht, wie heißen diese kleinen? Ja, Marzipankartoffeln. Und so ein Hauch von Zimt, aber vor allem Marzipan. Ich bin auch Marzipan-Fan. Ne? Das Schleswig-Holsteinische, ich sag's mal, Schleswig-Holsteinische. Ist das nicht? Darf man viel Marzipan essen? Ja, besteht ja immerhin fast zu über 50% die guten Sorten, nur die guten Sorten, ne? Nur die guten Sorten. Aus Mandeln. So. Mhm. Und dann Mandeln viel Kalorien. Ja, nee, aber das ist auch bewiesen, wenn du regelmäßig Mandeln isst, hast du einen besseren Blutdruck, hast du bessere Blutfettwerte, du hast einen geringeren Taillenumfang, du hast ein geringeres Infarktrisiko. Du kannst dann also das als Therapeutikum einsetzen. Du musst nur, und das ist wichtig, du musst nur diesen Zuckeranteil auf deinen Tageszuckerkonsum anrechnen. Okay. So. Und da darfst du 50 Gramm essen. Und es ist jetzt dir überlassen, wo du deinen Zucker einsetzt. So. Und dann kannst du natürlich auch mal, ich habe immer Marzipan zu Hause, Lübecker Marzipan, das Gute. Und deshalb Mandeln sind, gibt es Millionen, nicht mehr, also es gibt viele, viele Studien, es werden immer mehr,
Mandeln sind sozusagen, ich mag das Wort eigentlich nicht Superfood, ja, aber das ist das Superfood überhaupt, weil es in der Komposition als Lebensmittel so kompakt, mega gesund ist, dass es durch nichts zu toppen ist, dann kommt auf Platz 2 kommen die Hülsenfrüchte. Aber Mandeln, also jetzt auch noch, Walnüsse natürlich auch, aber es gibt ganz viele Studien über Mandeln. Die und ich halte mich immer bei den was ist mit Cashewnüssen? Ja, kannst du auch essen, wenn du das aber ich halte mich immer zurück, weil natürlich die so wir haben ganz viel, wir essen ganz viel Mandeln und Cashewnüsse tatsächlich, aber die haben unglaublich viel Kalorien. Das haben sie, ja, aber sie sind auch mega gesund und sie, und das ist, warum wirkt das? Warum sind Mandelesser dünner, haben geringeren Taillenumfang? Die Idee dahinter ist, dass dieser hohe Eiweißanteil, das ist ja so hoch wie Fleisch, dass die Ballaststoffe da drin, dass das Öl dich satt machen. Und dann isst du nichts anderes. Es verdrängt sozusagen das, was du zum Beispiel, für dich wäre gut, wenn du jetzt hier nach unserer Verkostung dann Hunger kriegst, ja, dann isst du einfach eine Packung Mandeln. Das ist eine Mahlzeit, du bist danach satt und du hörst irgendwann auf. Aber es müssen Mandeln sein. Was ist jetzt mit geröstet, gesalzen? Also ja, ist ja schon wieder blöd, oder? Ja. Ist auch nicht, aber... Okay, also... Ist okay? Ja. Wirklich, damit ist der Tag... Wirklich, das ist das Geile. Halt, Moment. Halt, hast du zu früh... Mach Schluss. So, bis zum nächsten Mal. Genau. Mehr will ich jetzt gar nicht wissen. Der Doktor hat gesagt, es gibt Mandeln mit Salz. Ich darf auch, ja, auch gebrannte Mandeln. Auch die zählen natürlich im Zuckerbereich. Das, nee, gebrannte Mandeln nicht, das ist zu hart. Aber ja, Salz würde ich schon versuchen zu meiden, aber wenn du sonst salzarm isst, geröstete, ist das auch mal okay. So geröstete Mandeln, ja. Ja. Oh, you made my day. Also schlecht, ja, schlecht. Mandeln sind also für uns ein Therapeutikum, für mich als Ernährungsmediziner. Oh, ja. Und Walnüsse so ähnlich oder tatsächlich? Oder? Ja, Walnüsse auch. Walnüsse haben auch ein super Profil. Ich habe nämlich ein paar tausend zu Hause. Da sind wir wieder bei der Darmflora. Ah, okay. Ja. Hast du auch Marzipan überhaupt? Ich habe das mal. Hast du auch Marzipan oder nur ich das? Das Problem. Ich dachte, die Frage wäre, ob ich auch Marzipan hasse, aber ich dachte, du magst es ja. Ach, du magst ihn nicht? Nee. Ich meine, aber hast du ihn? Ja, das ach so, ja, ja. Ich hab das aber Österreicher mögen, essen Österreicher Marzipan? Ja, es sind ja zum Beispiel in den Mozartkugeln, die ja relativ bekannt sind. Ja, das stimmt. Ist auch Marzipan und so weiter. Ja. Wir essen es aber nicht sehr viel. Wir essen zum Beispiel sehr wenig Lakritz, eigentlich fast gar nicht. Also ich kenne fast keine Österreicher, die Lakritz mögen. nicht so. Je nördlicher man wird, umso... Die Österreicher haben aber auch nicht so gute Wellen. Das stimmt. Ja, genau, ganz hundsmiserable. Ja. Aber jetzt muss man mal sagen, vom Geschmack her... Also ich habe Marzipan in der Nase, ich habe, was ich mag... Ach doch, ach, guck mal, warum hast du auch Marzipan in der Nase? Ich habe sowas Frisches auch, also irgendwie nicht ätherisch oder so, aber irgendwie was Frisches in der Nase, was mich total mochte. Und ich habe, das Weingut hatte mit 16, 17, 18 und 19, also ich hatte alle 4 Jahrgänge verkostet, ne? Ja. Weil es ist ja nicht so, die Bordeaux haben ja nicht, ich habe eine Scheurebe oder so, sondern die haben einen Erstwein und einen Zweitwein, dann haben sie unterschiedliche Jahrgänge, vielleicht noch einen Weißwein, manche ein Rosé und das war's. Ne? Also die haben jetzt nicht 27.000, aber die Jahrgänge sind schon unterschiedlich, ganz unterschiedlich, weil der Winzer hat gewechselt, das System hat gewechselt und. Das ist jetzt, was wir trinken nochmal, dass ich sage, für alle, die dann sagen, so die Ninas unserer Hörerschaft, die sagen, ich kaufe alle Weine nach, egal wo die herkommen. Genau, wir Chateau haben de la Dauphine aus dem Fronsac. Aus dem Jahrgang 2019. Aus dem Fronsac? Aus dem Fronsac. Das ist westlich vom Saint-Emilion in Bordeaux. Kennt man noch gar nicht so, das Fronsac. Also aber Fronsacken gibt es wirklich. Fronsac, ja genau. Fronsac, genau. Und es gehört einer Familie. Ja. Ja? Und hat dazwischen auch mal der Moix-Familie gehört, die den Petrus gehört. Ja? Mhm. Und seit 2015 neuer Inhaber und steigern diesen Cabernet-Franc-Anteil. Also der wird in 20 und 21, die ja schon fertig sind, nochmal deutlich höher, um diese Frische eben auch zu gewährleisten. Und die Frische kommt von dem Cabernet-Franc? Ja, ich finde ja. In dem Fall ja. Man kann es sehen und wenn du die alten Jahrgänge siehst, wo Cabernet-Franc noch weniger ist, merkst du eigentlich, aber der 19 ist generell ein Bordeaux-Jahrgang mit viel Energie. Aber jetzt habe ich, weißt du was? Im Geschmack jetzt am Ende total Schattenmorelle. Mhm. Ganz dunkle Kirsche, ganz am Ende auf der Zunge. Aber, oh, das ist toll. Aber wenn du das jetzt sagst und dann nochmal reinriechst, dann hast du es in der Nase auch. Ist das so? Ja. Warum sagst du mir das dann so? Ja, Wein ist ja so ganz viel, auch wenn man das nicht so ständig macht, dass jemand dir das dann hilft und deine Synapsen im Hirn dann sagen, stimmt, ich erinnere mich genau an diesen Geruch. Nein, aber das ist übrigens interessant, wenn man das, also wir machen das ja relativ ständig und was das dann bedeutet, wie sehr der Geschmack und wie sehr man auf die Idee kommt, dass manche Sachen auch einfach nicht schmecken. Und das ist ja auch ein guter, finde ich, weiß ich etwas ernährungsmäßig, wenn es dir nicht schmeckt, ich esse jetzt Sachen, die mir nicht schmecken, die esse ich dann auch nicht mehr, höre ich sofort auf zu essen. Ja, genau, das ist so, ja. Aber hier was du dann schmeckst und wenn andere sagen, das schmeckt jetzt nach Schattenmorelle, das ist ja ein bisschen suggestiv auch, ne? Dann achtet man drauf und dann, aber es ist ja sowieso schwierig, das mit Begriffen zu belegen, weil es ist ja keine Schattenmorelle drin. Mhm.
Ja, es ist gar nichts drin, alles, was wir heute gesagt haben, genau. ist nicht drin. Und trotzdem ist es das Spannende. Ja. Also Burgunderweine, so Pinot Noir Rebsorten werden mit bis zu 500 Begriffen beschrieben. Ja, ja, das ist also irrsinnig komplex. Ja, ja. Ja. Bei Bordeaux ist man mit deutlich weniger, also unter 100. Ja, das ist eher, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Begrifflichkeiten, weil diese fünf Rebsorten und der Holzausbau und der Boden nur eine gewisse Bandbreite hergeben. Aber bei dem Wein jetzt zum Beispiel, was ich mochte, ist eine gewisse Samtigkeit, also was Weiches am Gaumen, nach dem Abgang auch, was Mildes, und zwar nicht ein Tannin, das zu hart, zu grobkörnig und zu astringierend ist, dass die Lippen einzieht und die Zähne hochzieht und das Zahnfleisch, sondern es hat eben was Weiches, obwohl der Wein auch wirklich sehr jung ist, also das ist der aktuelle Jahrgang. Mhm. 20 ist noch gar nicht zu kaufen. Mhm. Ja? Die kommen jetzt, die Weine, 21 musste man kaufen schon im letzten Jahr, und im Mai jetzt kommt 22, ein Jahrgang in Bordeaux, der sehr gehypt ist jetzt schon. Und die Weine kommen dann zwei Jahre später. Also das kommt dann immer also hinterher. Was kostet die Flasche? Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist jetzt ein bisschen. Man jetzt sieht, bin ich einmal der Spielverderber, aber einmal. Also er hat sehr lange gesprochen. Man sieht hier, seht ihr hier auf dem Etikett ein Schloss. Ja? Ja. Mhm. Großes Schloss. Ein großes Schloss. Und Franzosen halten sehr, sehr viel von sich und ihren Weinen. Mhm. Das wird über 20, 25 Euro kosten. Nein, viel mehr. Ich würde sagen, man weiß bei ihm nie. Man muss Aber das ist der Beste von gestern. Ja, also wahrscheinlich ja, aber 50. Ja, würde ich, ich würde eher so auch so in dem Bereich 50, 50. 28, 50. Nee, ich sag auch 49, sag ich. Ich sag 28, 50. Aber Matthias hatte recht, also 25 wird der Wein kosten. Nein. Ja. Schnäppchen. Nicht schlecht. Und das, also ich habe auch Weine für ein paar hundert Euro getrunken, ja, und die hätte ich auch mitbringen können, und dann hätten wir einen anderen Aha-Effekt gehabt. Aber es hat mich als Gesamtes einfach überzeugt. Aber hast du die anderen nicht mitgebracht, weil die so teuer waren? Nee, einfach, oder weil, nein, für was ist, also wenn ich Weine empfehle im Restaurant, Matthias war ja auch schon bei mir, ne, dann geht es mir gar nicht darum zu sagen, also wenn du jetzt eine Flasche Wein bestellst für 1000 Euro, naja, hoffentlich ist der gut. Also der muss ja mehr als gut sein, der muss ja so wow sein, dass du drei Nächte nicht schlafen kannst und ständig drüber nachdenkst und deine Angst komplett weg ist für ein Jahr. aber wenn du einen Wein trinkst im Restaurant für 70 Euro oder 65 oder und du sagst, oh Gott, da muss ich nochmal fotografieren oder das ist mir einfach so, ne? Dann finde ich, das ist was Schönes. Ja, hat auch Biozertifikat, also das habe ich schon auch, habe ich zum Beispiel auch drauf geschaut. Ja. Ich habe gesagt, das war mir zum Beispiel schon auch wichtig. Ja, und da gibt es nicht ganz so viele, ehrlicherweise. Ja, ja. Auch in der Champagne zum Beispiel, auch die Champagne, das Bordeaux, sind so Regionen, wo die Sancerre, also die Loire, sind so Regionen, wo das noch nicht so en vogue ist. In Burgund hingegen, wo mittlerweile auch Preise weit über 1000 Euro bis hin zu 70.000 Euro für eine Flasche, 0,75 bezahlt werden, da schauen die Leute mehr und mehr drauf, weil es einfach auch so klein die Mengen sind. Ja. Aber da ist das Komplexe, dass so eine Lage, ein Klo zum Beispiel, dir gehören hier 10 Rebzeilen und dann drei Reihen weiter hinten gehören die 8 Rebzeilen durch diese ganzen, wenn jemand stirbt und dann geht es an die Kinder und die teilen sich auf und die wollen und es ist alles so teuer und du kannst gar nicht. Also das heißt, wenn deine Nachbarn nicht genau das Gleiche machen wie du, dann ist komplett wurscht, was du machst, weil der Wind, die Natur, das alles sowieso hinträgt. Also da kannst du den tollsten biodynamischen Anbau machen und du würdest also hinterher, wenn du den Wein analysieren lässt, ganz viele Sachen finden, die du dort nie hingebracht hast und die trotzdem da sind. Ja, stimmt. Ja, also, Eine Lage heißt Klo? Ja, Klo, ja, genau. Klo. Also Klo. In Chablis heißt es Klo und Jetzt bin ich nicht, das geschrieben? WC. Jetzt bin ich gespannt, Matthias, jetzt kommt die Schlussrunde. Und in der Schlussrunde muss immer einer raten, was der Lieblingswein des anderen war. Das ist ja jetzt schwer. Ich glaube, das ist diesmal. Ja? Ich finde, also bei dir finde ich es, glaube ich, ist es relativ schwer. Ja, das kann sein. Ich wüsste, welcher es nicht ist. Ja, das weiß ich auch. Aber, wer soll denn was raten? Michael, willst du anfangen und raten? Du kannst ja aussuchen, du hast ja alles hier. Erstmal vielen Dank. Ich nehme dich, Lars. Ja, ich glaube, das ist dein Lieblingswein. Das ist zu einfach. Egal, ich bin raus jetzt. Ich bin ganz gespannt. Du moderierst das zu Ende, bitte. Nein. Danke. Ich moderiere das zu Ende. Matthias, willst du mal raten? Das ist schwierig. Aber, was ist der Lieblingswein von Michael? Richtig. Also, das ist jetzt. Das ist nämlich echt schwierig. Also, ich finde, er hat am längsten über den Bordeaux gesprochen. Und da fand ich dich am begeisterndsten, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja. Ist wirklich so. Ja? Finde ich auch. Ja. Ich finde, das ist wahr. Also ich probiere und habe auch gestern wieder so viel probiert und vieles, wo ich auch gedacht habe, braucht kein Mensch.
Darf man das sagen? Ja, darf ich auch sagen? Ja, ja, ja. Wo ich sage so, und dann denke ich immer so, eigentlich müssten wir noch viel besser bezahlt werden, wenn wir uns da hinstellen, den ganzen Nachmittag irgendwelche Beine schlürfen, ausspucken, drüber nachdenken, Notizen machen und so weiter. Putz gar nicht die Zähne, weil das so weh tut und das Tannin, weil du bist ganz rot und so weiter. Okay. Ja. Und das ist körperlich anstrengend. Ja. Und dass ich dann sage, okay, und die das kaufen, die sparen sich den ganzen Kladderadatsch, den ganzen Nachmittag, die ganzen Sachen. Aber so, oder nehme ich doch, wie so schlecht. Aber ist es nicht ungerecht, wenn du wie viel hast du denn für jeden Wein? Wie viele Sekunden hast du für jeden Wein? Sekunden. Ich brauche aber wahnsinnig schnell. Ich probiere das raus und dann weiß ich sofort. Und dann gibt es manchmal Momente, wo ich denke, Alert, Mayday, Mayday, da ist, das ist cool. Das kann ich schon sofort anspeichern. Das kann ich auch am dritten Tag, wenn ich jeden Tag, weiß ich sofort, das ist besonders. Und bin ich noch nie enttäuscht worden. Ja. Also wenn ich hinterher dann sage, oft dann, ist heute der dritte Tag, ist es schon spät, sorry, schickt mir bitte nochmal eine Flasche, ich möchte die nochmal nachverkosten in Hamburg bei neutralen Konditionen und so weiter, dann ist es immer noch genauso ist genial. Ist das tatsächlich interessant? Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der Arzt ist, der mir sagte, aufgrund seiner Erfahrung, er sieht die Leute und er weiß in der Regel schon, es geht in die Richtung, es geht in die Richtung, es geht in die Richtung. Ja. Ist es so? Das ist das Problem. Du gehst als Arzt durch die Gegend und siehst Krankheiten. Also, okay. Ne, so wie das sehe ich, sehe, was die haben, was die. Also Schau uns mal bitte genau an und fang an zu erzählen, wo unsere Probleme sind. Genau, bitte. Ich muss mich dann immer zurückhalten, manchmal die Visitenkarte rausholen und sage, ruf mich mal an. Ja. Ne, genau, aber das geht so nicht. Ja. Also manchmal habe ich wirklich den Reflex, also gerade auch jetzt bei Unterernährten zum Beispiel, da tut es mir besonders leid, im Fitnessclub, die sich da rumackern, und sage ich, das geht nicht, komm, lass uns mal hier hinsetzen. Das kann. Aber gut. Machst du das? Nee, mache ich nicht, weil das darfst du nicht. Weil es ist mir ein Reflex. Die wollen sich ja nicht, die mit Essstörungen wollen sich nicht behandeln lassen. Aber nein, ich kann es nicht machen, weil niemand will einen ungebetenen Rat haben. Ne? Also wenn ich jetzt zu jemandem sage, guck mal, du hast jetzt Übergewicht, lass uns mal über dein Gewicht reden. Das ist ja eine Beleidigung dann. Ne? Aber ich sehe es im Supermarkt, ich gucke, was die im Supermarkt im Einkaufswagen haben. Das mache ich auch total gerne. Kein Wunder. Ja? Jetzt kommt man immer und denkt, Wahnsinn. Wo hat er das her? Und ich finde es immer das Interessanteste, wenn man alle Leute sagen, wir sind ja in diesem Land von Vegetariern geworden. Und dann siehst du diese riesigen Schlangen an der Fleischtheke und siehst, was die Leute kaufen. Ja, und da ich ja kein Fleisch kaufe, und dann denke ich immer, dann haben die so einen Beutel und denke ich, so ein Beutel Fleisch, der kostet bestimmt 160 Euro, ne? Ja. Und dann sagt die Schlachterfrau, das macht dann 24,90. Ja, ja. Und du denkst, für 24,90, da kriegst du irgendwie vier Tüten Cashewnüsse, gute Cashewnüsse. Ja. Aber das ist interessant, weil nämlich mit dieser, ich bin jetzt auch in verschiedenen Jurys von Journalistenpreisen. Und ich meine These ist ja immer, dass man, wenn man so einen Text anliest, nach drei Absätzen, wenn man sich damit auskennt, sagen kann, ob der Text gut ist oder nicht. Ja, der zieht dich ja rein, der Text. Ja, aber weißt du was, aber manchmal stimmt es auch nicht. So wie mit einem Buch. Habt ihr das manchmal, wenn man ein Buch liest und denkt, so die ersten 30, 40 Seiten. Ja. Das kann aber auch sein, dass man einen schlechten Tag hat. Und das ist ja die Frage. Du hast jetzt meinetwegen, bist total genervt, hast Stress irgendwie, was ich weiß gehabt, und dann schmecken dir die Weine doch anders, oder nicht? Also ja, halt, klar, bei alles. Und dann senkst du den Daumen, ob es regnet, und dann senkst du den Daumen, und dann kauft ihn kein Wein. Kann bestimmt sein, komplett ungerecht. Ja. Aber dann liegt es trotzdem an mir, das möglichst im Rahmen der Objektivität, die es nie gibt bei der Geschichte, wie du völlig sagst, alles suggestiv. Ich sage Johannisbeere, du sagst Blaubeere, und er sagt Schattenmorelle. Es hat ja keiner recht, es ist ja alles drin. Und es auch schon Schattenmorelle. Ja, Schattenmorelle. Ja, natürlich. Aber würdest du sagen, dass das so, dass man Weine allgemein auf den ersten Eindruck eigentlich erkennt? Also wenn man das so viel macht, und das ist ja nicht normal, was ich mache, klar, ich verdiene mein Geld damit, dann glaube ich schon. Also ich traue mir das auf jeden Fall zu. Nee, aber auch andere. Die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, ist es irgendwie vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn man sich irgendwie einen Wolf riecht und irgendwie dreimal trinkt und versucht, dem nachzuschmecken? Also hast du dann den Eindruck, dass wird eh nichts bei dem? Nee. Das, aber es gibt natürlich ganz viele Weine auch, wo ich schon rein rieche und die ich gar nicht mehr im Mund nehme. Also die mir schon von der Nase irgendwelche Fehltöne oder Dinge sind, die mir nicht gefallen. Und da brauche ich es nicht noch probieren und vielleicht vom Gegenteil über, weil es ist für mich so wenig appealing, dass ich es weder selber trinken mag, und wenn ich es selber nicht trinken mag, erst recht nicht jemand anders einschenken will. Mhm. Und dann sage ich sofort, nein, wow, das war's. Weißt du, was sich bei mir jetzt gerade für einen Gedanken aufdrängt? Wie bist du denn mit der Corona-Epidemie umgegangen, mit der Gefahr, dein Geruchssinn beschädigt? Ja, ein Albtraum, einer meiner besten Freunde und Sommelier in Österreich, Michi Bregant, liebe Grüße nach Bad Kleinkirchen ins Hotel Bregant, der ist der Chef. Bei dem war das so, dass er das komplett verloren hat, sein Geruchssinn. Und dann? Und bis dato jetzt nichts hundertprozentig wiedergekommen ist, sondern der Arzt hat ihm gesagt, man kann es wieder lernen. Ja. Ja? Mhm. Aber er hat gesagt, es ist
es ist so schwierig, Banane zu riechen für mich überhaupt. Na, ich musste grausam. Und also ich könnte jetzt heute, ich würde heute hier nicht sitzen, wenn es bei mir so wäre. Es gab ja auch Kollegen, eine Kollegin von mir, die hatte das auch und bei der kam es einfach nach 3 Tagen wieder. Ja. Ja. Aber da wartest du jeden Tag. Aber da bist du 3 Tage erst panisch. Jeden Morgen stehst du auf und riechst an der Banane. Und ich glaube, wenn du einen Kaffee trinkst, irgendwo, du denkst so, Moment, irgendwas ist komisch jetzt. Ja. Irgendwas, ne? Also ich glaube, meine Frau hatte auch 2 Tage, dass sie nichts, und sie sagte, sie war panisch. Also sie hat ständig irgendwas gegessen oder Sojasauce sich eingeschenkt. Ist es schon wieder da? Ja, genau. Ne? Ja. Okay. Von daher ist das schon ein... Also aber ist es nicht schön, dass es jetzt vorbei ist? Ja. Ich meine, vorbei im Sinne von, aber ich meine, was haben wir? Wir sind ja in der Pandemie ja groß geworden. Wir haben jede Woche was gemacht, um den Leuten die Angst zu nehmen. Ja. Aber jetzt ist es vorbei im Sinne von, die ganz große Gefahr ist vorbei. Die ganz große Gefahr ist vorbei. Wir haben, uns ging ja darum, dass wir nicht diesen fiesen Virus am Anfang bekommen. Ja, genau. Da sind ja manche berufsunfähig geworden. Ja. Sondern dass wir diese abgemilderte Form, die uns nicht mehr so den Geruchssinn nimmt oder uns invalide macht. Ne? Das ist es so. Ich habe bisher auch noch nicht Corona gehabt. Aber kann das sein, dass du nicht Corona gehabt hast? Ich meine, du bist Arzt, du hast mit Leuten... Ja, nee, ich bin extrem vorsichtig. Auch im Flugzeug trage ich jetzt immer noch eine Maske. Und ich habe auch lange Flüge hinter mir. Ich habe auch mit Leuten im Raum gesessen. Aber ich halte mal Abstand. Und weißt oder kann es sein, dass du es gehabt hast und du weißt es nur nicht? Das glaube ich nicht. Nicht in meinem Alter. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Alter Corona nicht gemerkt hätte. Ganz ehrlich. Okay. Aber, und das haben wir gar nicht gesagt in der Gesellschaft, die beste Methode, dass Corona erstens gar nicht angeht, dass Corona auch keine großen gravierenden Auswirkungen hat, ist Sport machen, Gewicht normalisieren und sich gesund ernähren. Diese Karte ist in der gesamten Epidemie nicht einmal gezogen worden und von Herrn Lauterbach noch nicht einmal ins Spiel gebracht worden. Und dabei gibt es dafür so viele Studien, weil Herr Lauterbach liebt ja so viele Studien. Das hat mich als Ernährungsmediziner regelrecht geärgert. Aber bist du ein Fan von Lauterbach? Nein, kein Arzt ist ein Fan von Lauterbach. Können wir auch mal einladen, der trinkt der trinkt abends Alkohol. Aber was, ich habe neulich in einem Ernährungspodcast gehört, dass Sport überschätzt wird. Also wichtig, aber nicht so wichtig wie Ernährung. Na genau. Ernährung ist wichtiger, das stimmt. Sage ich jetzt das ist ja auch schon wieder eine gute Nachricht. Ja, genau. Du musst jetzt nicht unbedingt Sport machen. Podcast gehört. Das ist natürlich für viele Leute, weil du denkst, irgendwie, ich hatte mal so eine Fortbildung bei diesem Arzt, wie heißt der, den kennst du bestimmt auch, der auch die Thomas Tuchel berät. Mhm. Und der hat gesagt, irgendwie, wenn sie sich entscheiden zwischen guter Ernährung, viel Schlaf und Sport, wenn sie sagen, wo legen sie die Konsequenz drauf? Das Wichtigste ist, dass sie viel schlafen, das Zweitwichtigste ist, dass sie sich gut ernähren und dann kommt erst Sport. Ja, wobei ich, also dadurch, dass die Ernährung so schlecht ist in Deutschland, also Deutschland gehört also so an die Weltspitze mit der schlechten Ernährung, würde ich jetzt für Deutschland sagen, in Deutschland ist Ernährung noch vor dem Schlaf. Okay, aber Ernährung, Schlaf und Sport. Ja, genau. Ernährung, Schlaf und Sport. Gut, das kommt jetzt auf die Menge von Schlaf an. Wenn du mit 2-3 Stunden rüberkommst, dann würde ich sagen, komm, dann ist es wichtig. Aber wenn du 6-7 Stunden schläfst, dann rückt der Sport ganz, ganz weit nach vorne. Weil es gibt auch dafür gute Daten, dass du, ob du jetzt, wenn du Herz-Kranz-Gefäß-Verengung hast, und du sprachst vorhin übers Herz, dann ist es egal oder sogar es ist besser, du machst Sport, als dass du dir Bypässe legen lässt. Weil das Ergebnis ist durch Sport besser, weil der repariert nämlich der Körper das selber, als wenn du dir da ein Rohr legen lässt. Ja? Mhm. Aber wird gar nicht umgesetzt. Und das ist das, was mich natürlich immer fuchst. Was sind denn so wenn 3 Top-Tipps für die Ernährung? Also trinken wahrscheinlich. Mandeln! Oder? Ja, also tatsächlich. Ist gar nicht mal so unfalsch, weil Mandeln gehören für mich zu große Gruppe der Gesunden. Ich habe mir so Mandeln rein heute Abend. Pflanzenprodukte. Gemüse 500 Gramm, das ist das eine. Ja. Das zweite ist, wenn du Übergewicht hast, bist du mit den Kohlenhydratträgern vorsichtig. Ja, weil das ist Treibstoff. Und Treibstoff, wenn du den nicht verbrennst, dann musst du ihn nicht bunkern. Ne? Das tun ja die meisten so. Ja. Und dann ist es die richtige Eiweißmenge. Nicht snacken. Und für Lars nochmal, Zuckerkonto führen. Ja? Also sich vielleicht das Allerwichtigste ist, sich erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, was tue ich da? Was esse ich den ganzen Tag? Tagebuch führen beispielsweise, ja, einfach mal, wenn die Leute aufschreiben, was sie alles essen, dann merken sie, 7 Mal gegessen, das ist Snacking, hochgradig, ja, und darunter leiden viele. Oder aber, wenn man es noch besser machen will, ich bin ja auch Digitalunternehmer, MyFoodDoctor-App, einmal seine Ernährung reingeben für ein paar Tage. Die App analysiert das und sagt dir dann 1, 2, 3, 4, 5, das sind deine Fehler. Okay. Und dann kannst du entscheiden, was du änderst. Aber mein Tipp noch, nicht zu viel auf einmal anpacken, weil das schaffst du nicht. Menschen wollen immer viel erreichen und überlassen sich und dann geht alles daneben. Mhm.
Und man darf nicht vergessen, dass etwa, dass wir 50% unseres Erbmaterials mit einer Banane gemeinsam haben. Das habe ich heute Morgen gelernt, das war mir nicht klar. 50%, also die Banane und wir haben 50% des Erbguts gemeinsam. Hat dich das jetzt frustriert, oder? Nee, ich fand das krass, weil man heißt nicht, dass man, wenn man zwei Bananen nimmt, dass man dann einen Menschen daraus machen kann. Aber wenn man sich vorstellt, dass man sozusagen die Hälfte des Erbmaterials ist das gleiche wie in der Banane. Ja, da kannst du auch dann Vergleiche zu Würmern noch, da genau. Bist du noch näher dran. Also nicht jetzt du. Nee, aber diese. Ja, das Erbmaterial. Das aber ist doch, du auch. Aber, ja. Wir müssen noch raten. Wir müssen noch raten. Wir haben noch nicht. Axel, ich jetzt dein Lieblingswein dran? Habe ich mich jetzt reingeritten? Ja, wahrscheinlich. Scheiße. Wie konnte das denn passieren? Ja, weiß ich nicht. Das hast du gemacht. Oh. Ich sage auf jeden Fall falsch. Also auf jeden Fall, die Scheurebe magst du gar nicht. Ja, gar nicht. Aber nicht nee, so da sagst du nicht. Der Sauvignon Blanc war auch nicht deins. Ja. Der Rotwein. Ja, nö. Also ja. Der Rotwein? Ja, man kann es ja nicht miteinander vergleichen. Ne? Also der Rotwein hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Aber eine Entdeckung ist natürlich auch dieser Absolut. Null. Wie hieß das? Kolonne 0. Kolonne 0 ist eine absolute Entdeckung. Also, und wahrscheinlich ist das, was jetzt irgendwie in Monaten, was ich da noch erinnern werde. So, ja. Ne? Das ist ein Meilenstein, finde ich auch. Das ist ein Meilenstein. Weil wow. Da von sowas historischer Podcast ja. Heute. Ja. 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 So, jetzt Matthias muss noch raten von. Nee, ich habe schon geraten. Wir sind durch. Oh, wir sind durch. Genau. Nee, ich muss auch noch irgendwas raten. Du musst auch noch irgendwas raten, ja. Wird wahrscheinlich dein Lieblingswein. Stimmt! Dein Lieblingswein habe ich nicht. Genau. Ach so, ja. Aber, aber bei dir, also gut, ich meine, ne, für dich war es wahrscheinlich auch historisch, aber der Rotwein würde ich auch bei dir sagen. Genau, ich habe es vorhin auch schon ein bisschen angedeutet. Genau. Ja, ich glaube, das war jetzt auch nicht sehr schwer für dich. Genau. Der Rotwein und dann aber tatsächlich, finde ich, von der Innovation her, vom Gedanken her, halt die Kolonne? Kolonne 0. Kolonne 0. Genau. Finde ich, also das ist da so ein, sage ich mal, Produzentengeist brauchen wir mehr, dass jeder Hersteller sich überlegt, wie kann ich ein Produkt verbessern, nicht, dass es mehr gekauft wird, sondern es vielleicht ein bisschen gesünder wird. Mhm. Ne? Also wobei ich jetzt nicht den Bordeaux schlecht machen will, weil er Alkohol enthält, aber ne, wie viel Alkohol hat der eigentlich, der Bordeaux? 14,5. 14, ja. Ein sehr renommierter Herzchirurg hat zu mir gesagt, es ist so erwiesen, dass die Franzosen weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, weil sie ihren Rotwein trinken. Ich weiß, man darf das alles oder nicht sagen. Ja, er sagt, wir dürfen das nicht sagen. Aber liegt es nicht an ihrer Ernährung? Ja, aber gut, dass du das ansprichst, weil also die deutschen Männer sind in Westeuropa in der Lebenserwartung Schlusslicht. Die Frauen drittletzter Platz. Das ist ja übrigens auch meine Antriebsfeder sozusagen. Aber woran liegt das? Und du hast tatsächlich recht, die Mittelmeerländer liegen vorne an, obwohl sie weniger Geld ausgeben für diesen ganzen Gesundheitskram. Obwohl sie immer Baguette essen? Aber sie essen nicht Massenbaguette, ja, sondern die wischen damit halt das Olivenöl auf. Mhm. Ja, so. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes und das ist die ganze Komposition. Wenn ich dort, finde ich immer wieder überraschend, wenn ich dort Handwerker im Restaurant sitzen sehe und die essen ein Dreigänge-Menü, die nehmen sich Zeit, da ist Gemüse bei, da sind keine Fertigprodukte bei, das würde der Franzose ungern essen, eine Fertigsoße, ja, das kommt da nicht auf den Tisch. Da haben normale Menschen einfach einen hohen Anspruch an die Lebensmittelqualität. Toll. Da haben wir den Knoblauch als wirklich das bestuntersuchteste Naturheilmittel überhaupt und deine Mandeln, Lars, die sind natürlich auch dabei, also Nüsse und ob jetzt, und da muss man natürlich so sagen, ob jetzt der Rotwein, es ist diese Gemüselast der Franzosen. Und wirklich, die essen keine Fertigprodukte. Aber wie ist es dann bei den Italienern? Die essen ja viel Nudeln, Pizza und so. Aber trotzdem, aber auch dort. Die Öle. Also auch viel Rotwein. Ja. 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 Okay. Man kann es jetzt nicht nur... Wir sollten das so stehen lassen. Müssen wir noch ein Foto machen? Oder machen wir noch ein Foto? Oder machen wir kein Foto? Wir sollten vielleicht noch... Alex, kannst du vielleicht noch ein Foto mit dem Handy machen? Das wäre super. Weil du wolltest Michael, erzähl doch mal, wer kommt... Du hast so viel vorbereitet. Wer kommt die nächsten... Das war ja jetzt eine tolle Überraschung. Du hast viele gute Leute im Hintergrund, aber du magst wieder wie immer nichts drüber sagen. Genau, so ist es. Ich liebe es so, euch zu überraschen, so wie heute auch tatsächlich. Das ist mir eine Freude. Ich überlege wirklich, ne, was ich machen kann. Und, aber die Gäste könntest du auch mal für die Hörerinnen und Hörer sagen. Wir sind mit einigen im Austausch, die vielleicht auch kommen wollen. Aber nee, das sage ich nicht. Die Leute sollen sich das anhören. Es ist immer spannend, wie man sieht. Ja, der Vicky Leandros zum Beispiel war vor kurzem bei uns und sie kann sich das sehr gut vorstellen. Ja, Toni Askit ist auch ein bekannter Sommelier und digital unterwegs. Der würde uns vielleicht ein bisschen mit dem Wein unterstützen, dass wir vielleicht griechische Weine probieren. Griechischer Wein. Ich liebe das Leben. Oder wie heißt das? Was singt sie? Ich liebe das Leben. Das können wir so machen. Hat auch Corona gehabt. Genau. So. Also einmal quer, einmal hoch oder irgendwie sowas.
Nee, gib mir auch von dem Kolonne Wein. Sieht aber aus wie Rosé, wenn du da. Das macht es mir egal. Ich liebe das. Haben wir uns schon offiziell verabschiedet? Oder mag das. Jetzt, nee, es ist immer noch, es ist immer noch so, on top. Tschüss. Nee, wir machen hier, komm, wir machen eine ganz offizielle Verabschiedung. Ja. Und wir stoßen an aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Möge es lang sein. Und länger mit Rot sein. Mit Rotwein. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.